Sie sind die einzige Person in diesem Leben, die etwas in sich selbst verändern kann. Und das machen Sie nur dann, wenn Sie es wollen. Und das weiß ich auch. Und deshalb muss das, was Sie dann erwartet, wenn Sie sich verändert hätten, das muss in Ihren Augen attraktiver sein als das, was Sie jetzt haben. Und das könnte ja sein, dass es attraktiver ist, wieder lebendig zu werden. Herr Professor Hüther, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in den Räumen der Akademie für Potenzialentfaltung. Sie sind ja einer der bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum. Und zwar, ich nehme an, unter anderem deshalb, weil Sie nicht nur interessant und verständlich referieren, sondern weil Sie auch unterhaltsam und zuweilen auch, ja, humorvoll kommunizieren. Ja, bekannt zu sein ist ja noch nicht so ein großer Wert. Aber ich freue mich, dass wir hier zusammengefunden haben und freue mich auch auf einen schönen Austausch. Mich interessiert das eigentlich immer sehr, in so einem Gespräch herauszuarbeiten, worum es wirklich geht. Wir haben eine ganze Menge sehr grundlegender Probleme in unserer Gesellschaft und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Menschen miteinander in den Austausch gehen, um sich gegenseitig zu helfen, zu verstehen, was hier überhaupt los ist. Und wenn ich da als Hirnforscher ein bisschen was dazu beitragen kann, finde ich das super. Ab und zu schreibe ich mal ein Buch. Und das ist aber eigentlich, das ist jetzt ziemlich ehrlich, ich schreibe eigentlich nicht ein Buch, damit ich ein Buch schreibe, sondern ich schreibe etwas auf, weil ich mir über einen bestimmten Sachverhalt Klarheit verschaffen will, der mir auffällt und wo ich versuche, das für mich zu lösen. Und das kann sein, dass ich da, weil ich in dieser naturwissenschaftlichen Prägung stehe, dass ich das dann alles so aufschreibe und im Schreiben mich selbst diszipliniere, da tatsächlich alles bis auf den Grund durchzudenken. Und wenn ich das mache, dann habe ich am Ende auch schon irgendwie einen Text, den kann ich so nehmen, kann ich einfach irgendwo einreichen. Es ist ein Buch, aber ein Buch ist sozusagen, das Erscheinen des Buches ist ein Nebenprodukt dieses Dranges, den ich in mir spüre, bestimmte Phänomene zu verstehen, die in unserer Gesellschaft eben gerade besonders brisant sind. Ja. Sie schreiben sozusagen in erster Linie für sich selbst, aus eigenem Interesse. Und das Glück ist, dass andere davon profitieren, weil es dann auch noch, ja, verständlich und interessant geschrieben ist. Hört sich komisch an, aber es stimmt wohl. Ja, so quasi das Nebenprodukt. Ja, es mag auch sein, dass das der Grund ist, dass mir das Spaß macht, egal was die Leute dann tatsächlich davon halten. Und das wieder kann bedeuten, dass es dann auch relativ gut wird, weil ich es ohne Druck mache. Ja. Ich mache es ja nur für mich. Und dann wird es gut und dann ist der Erfolg sozusagen ein Nebenprodukt. Ja, ja, Sie dürften ja schon über 30 Bücher veröffentlicht haben, darunter auch ein paar Spiegel-Bestseller. Und ja, dieses Buch hier, Wir informieren uns zu Tode, ist sozusagen das neueste Werk, das Sie zusammen mit dem Journalisten Robert Burdi geschrieben haben. Mein Vorschlag wäre, dass wir das Gespräch starten mit den Inhalten des Buches und dann gucken, wohin sich das Gespräch entwickelt. Und ja, mir ist so wichtig, dass so, ja, Kernanliegen, die Sie ja bearbeitet haben in den letzten Jahren, dass wir da, das, was Ihnen am Herzen liegt, dass wir da darüber ins Gespräch kommen. Und verstehe jetzt so das Buch als eine Art Sprungbrett oder so. Ja, um zu dem Buch zurückzukommen, es ist niemals so leicht gewesen wie heute, sich zu informieren in der Zeit, im Zeitalter der Globalisierung und des Internets. Herr Hüther, weshalb ist es nicht nur Segen, dass wir jederzeit Informationen verfügbar haben durch PCs, durch Smartphones, durch soziale Netzwerke oder Suchmaschinen, sondern auch ein Fluch? Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir als Menschen Opfer unserer eigenen technologischen Künste sind und werden. Und hier haben wir ein Instrument, ein Tool geschaffen, das unglaublich toll ist. Also ich vergleiche das oftmals so ein bisschen mit einem Nervensystem. Wenn man die ganze menschliche Welt auf unserem Planeten als einen Organismus versteht, dann
wäre der Waren- und Güterverkehr auf dieser Welt, das wäre sozusagen der Kreislauf, der Blutkreislauf, mit dem alles versorgt wird und abtransportiert wird. Und jetzt haben wir das erste Mal in unserer gesamten Menschheitsgeschichte ein globales Kommunikationssystem. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Ist ja grandios. Ne? Erstmals kann ich hier nachgucken, was im Augenblick gerade in Sydney passiert. Und aus Sydney können die mir berichten, was dort gerade passiert ist. Und auch meine Oma kann mit dem Enkelsohn, der da gerade irgendwo auf der Welt umherirrt, in Kontakt treten und das mit irgendeinem Social-Media-Kanal da erledigen. Also das sind auf einmal ungeahnte Möglichkeiten und sie sagen es. Früher gab es Massenmedien, deren Botschaften wurden massenhaft über die Bevölkerung, soweit das Medium reichte, ausgebreitet. Und jetzt haben wir diese neue Form der Informationsausbreitung. Jeder kann anderen seine wichtigen Botschaften mitteilen, in großer Menge auch verbreiten und jeder bekommt von anderen irgendwelche Nachrichten. Dadurch entsteht eine sehr ungünstige Situation für jemanden wie mich als Biologen, wird da sehr schnell deutlich, in welche Gefahr wir da geraten und deshalb ist das auch gar nicht so witzig gemeint, wir informieren uns zu Tode. Alles, was lebendig ist, jedes Lebewesen, jede einzelne Zelle muss die Möglichkeit haben, mit anderen Lebewesen zu kommunizieren. Also in meinem Hirn zum Beispiel, die Nervenzellen miteinander sind ständig mit Signalübertragung beschäftigt. Da werden ständig Informationen sozusagen von einer Zelle an die andere weitergegeben und inzwischen wissen wir sogar, dass selbst Bäume draußen im Wald Duftstoffe produzieren, mit denen sie anderen Bäumen zum Beispiel signalisieren, dass sie abgefressen werden. Das heißt, ohne die Übertragung von sicheren Informationen über bestimmte Gegebenheiten, die der eine erlebt und die für den anderen wichtig wären, kann überhaupt kein Leben stattfinden. So, Informationsübertragung und wechselseitiger Informationsaustausch ist die Voraussetzung dafür, dass es Lebewesen gibt. So, und jetzt kommt eine Spezies auf dieser Welt mit Hilfe seiner technologischen Möglichkeiten und seiner kognitiven Kapazitäten auf die Idee, ein Gerät zu entwickeln oder eine Technologie zu entwickeln, mit der nun jeder auf einmal allen irgendwie was mitteilen kann. Ergebnis davon ist eine Informationsflut. Es entstehen so viele Informationen und werden so viele Informationen verbreitet, dass man jetzt das Wichtige vom Unwichtigen nicht mehr auseinanderhalten kann. Das wäre so, als ob meine Nervenzelle da oben im Kortex ganz vorne in der vordersten Schicht, also als ob die nicht nur von drei anderen Inputs erreicht würde mit deren Signalen, sondern auf einmal von 500. Und da kann ich Ihnen sagen, was passiert? Die gibt auf, schaltet ab und hört auf gar nichts mehr und weiß auch nichts mehr. Und damit ist die Signalübertragung unterbrochen und ich lande in der Psychiatrie, wenn das massenhaft in meinem Hirn passiert. So, und das kann man auch in der Natur an allen möglichen Stellen nachweisen, wenn Bäume abgefressen werden und die Blätter, dadurch kommen die Blätter in so eine Stoffwechselstörung, die führt dazu, dass die plötzlich Substanzen herstellen, die bitter schmecken, dann hört der Fressfeind auf, das zu fressen, weil es wird ihm zu bitter, aber gleichzeitig entsteht bei der abgefressenen Pflanze auch noch ein Duftstoff, den die in die als Aerosol in die Umgebung abgibt und benachbarte Pflanzen riechen das, in Anführungsstrichen, also haben einen Rezeptor dafür, mit dem sie das wahrnehmen, dass da irgendwas in der Nachbarschaft passiert, was nicht so günstig ist und dann produzieren die gleich denselben Bitterstoff in ihren Blättern, dann werden sie auch nicht abgefressen. Das ist doch Wahnsinn, wie toll das organisiert ist. Und jetzt stellt man sich vor, da werden von Pflanzen auf einmal hunderte von unterschiedlichen Duftstoffen produziert. Da kann ja keine andere Pflanze mehr herausriechen, was das eigentlich sein soll, was ihnen da alles an Duftstoffen zufliegt. Die Information ist sozusagen dahin. Man kann damit nichts mehr anfangen. Und wenn man sich gegenseitig über nichts mehr informieren kann, zerfällt das ganze Gebilde. Und in unserem Fall heißt das, da zerfällt die Gesellschaft. Das ist ziemlich ernst. Wir sind schon relativ weit vorangekommen auf diesem Weg.
Ja, jetzt ist es so, dass Sie nicht nur sozusagen ein negatives Szenario zeichnen in dem Buch, sondern auch Lösungen anbieten. Und das eine, was Sie schreiben, ist, dass Sie sagen, es braucht sowas wie einen Kompass. Es braucht Orientierungspunkte, wie man jetzt quasi mit dieser Flut, mit dieser Unmenge an Informationen umgeht. Und da schreiben Sie vor allem von zwei, sag ich mal, Orientierungspunkten. Das eine ist, dass Sie sagen, wir brauchen ein Bild, eine Vorstellung von uns selbst. Sie sagen dann, das ist quasi am besten eine Vorstellung von Würde, von mir selbst. Was ist Würde für Sie in diesem Zusammenhang und wie kann es uns helfen jetzt im Umgang mit dieser Informationsflut? Der Reflex, der dann bei den meisten einsetzt, wenn sie sowas hören und dann gefragt werden, was machen wir denn jetzt? Das ist also eine missliche Situation, es fängt an, sogar gefährlich zu werden, was machen wir denn jetzt? Dann fällt den meisten hier in unserem Kulturkreis immer nur ein, mehr Kontrolle. Also wir müssen die Medien kontrollieren, wir müssen die Zugänge kontrollieren, wir müssen das Abgesonderte, was da überall umherrscht wird, besser kontrollieren. Kann man machen, aber da ahnen Sie schon, das wird nichts. Das ist ein nutzloses Unterfangen. Und deshalb stellen wir in dem Buch eine ganz andere Frage. Und die halte ich wirklich für die entscheidende Frage. Nämlich wir fragen, warum, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass jemand dieses dringende Bedürfnis hat, seine Weisheiten und das, was er gerade mal irgendwo gehört hat und was er nun aus irgendwelchen Gründen für wichtig hält, da draußen weiter zu verbreiten mit Hilfe dieser digitalen Technologien. Und da kann man sagen, wenn einer so dranghaft in sich spürt, dann ist das schon Ausdruck einer gewissen Bedürftigkeit. Also ist er förmlich ein Getriebener. Irgendwas treibt ihn dazu. Und das ist, was ihn dazu treibt, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, das sieht man dann ja auch, dass es im Wesentlichen darum geht, Beachtung. Also der möchte gerne von anderen gesehen werden, der möchte dafür Anerkennung bekommen. Und dafür ist wiederum etwas verantwortlich, was eigentlich aus einem Grundbedürfnis resultiert, nämlich der möchte dazugehören. So, also das ist eines der beiden großen Grundbedürfnisse. Dazugehören zu dürfen, verbunden zu sein, weil wir soziale Wesen sind, geht das gar nicht anders. Und wir kommen ja auch schon mit diesem Bedürfnis zur Welt. Und interessanterweise waren wir ja auch während der ersten 9 Monate in einem Erfahrungsraum, wo wir sozusagen total dazugehört haben, also total verbunden waren. Und das geht ja dann nicht weg. Und die Kinder bringen alle bei der Geburt dieses Bedürfnis, mit auf die Welt wieder in den Arm genommen zu werden, die Stimme der Mutter wieder zu hören, wieder diese Verbindung herzustellen, weil sie ohne die nicht leben können. Und das geht dann auch normalerweise das ganze Leben lang nicht wieder weg, aber es kann einzelnen Menschen dann passieren, beim Hineinwachsen in die Gesellschaft, dass sie merken, ja, so wie ich da so bin, so wollen die mich nicht. Die haben eine andere Idee von mir, die, ja, jetzt sage ich so, die machen mich zum Objekt ihrer Vorstellungen, ihrer Absichten, ihrer Ziele, ihrer Bewertungen und Belehrungen und dann auch noch ihrer Maßnahmen. Und unter diesen Umständen kann ich nicht länger das Gefühl haben, dass die irgendein Interesse daran haben, mit mir verbunden zu sein. Sonst würden sie ja nicht so an mir rummachen. Und das ist sehr schmerzhaft. Also jetzt für uns beide in dem Alter nicht mehr. Wir haben es ja alle hinter uns. Wir haben auch unsere Lösung gefunden. Aber damals, als wir 3, 4, 5 waren, da hat das noch richtig wehgetan. Zu spüren, dass man nicht so, wie man ist, lieb gehabt wird, sondern dass das immer an Bedingungen geknüpft ist, an Erwartungen. Und das müssen die Eltern gar nicht unbedingt sagen. Das sieht man denen ja am Auge an und an der Mimik und an der Gestik schon an, was die da gut finden und was sie nicht so gut finden. Und dann unterdrückt man zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Verbundenheit oder man sucht andere Wege, dieses Bedürfnis zumindest ersatzweise zu stillen. Und eine Möglichkeit ist Angeberei. Ich brüll da überall rum, was ich gerade so weiß. Sieht man dann ja auch bei den kleinen Kindern schon. Und wenn da jetzt einer sehr gut damit zurechtkommt, dass der sich Anerkennung in einer Gemeinschaft verschaffen kann, dadurch, dass er ständig den Angeber macht oder den Klugscheißer oder den Besserwisser, und der dann seine Erkenntnisse dann auch ständig sozusagen über die anderen ausschüttet und das auch noch anerkannt wird von den anderen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass der sich dann sozusagen auf diese Weise ständig weiter betätigt.
Und da kann man dann bisweilen 30, 40, 50 werden und macht das immer noch so. Und deshalb wäre also eine Möglichkeit, diese Informationsflut einzudämmen, bestünde dann darin, dass wir uns mit der Frage befassen, was bräuchte denn so jemand, so ein Bedürftiger, damit er das lassen kann? Dass der endlich aus diesem Drang rauskommt, ständig da drauf zu drücken und es irgendjemandem mitzuteilen. Ständig so ein Selfie zu machen und das in die Welt zu schicken. Das braucht doch kein Mensch. Also von den Empfängern, aber da komme ich gleich noch dazu. Also der, es wird kein Mensch jemals auf die Idee kommen, andere Leute mit seinen Klugheiten zu belästigen, wenn es dieser betreffenden Person gut geht. Also denen geht es irgendwie nicht gut und das müssen die jetzt machen, damit es ihnen besser geht. Und dann gibt es noch die anderen, die verbreiten nicht so sehr die Informationen, sondern die sind wie Schwämme, die das ständig aufsaugen, was da im Netz schon wieder unterwegs ist. Und da muss man auch wieder fragen, warum drängt es denn die so sehr danach? Ja, und ja, man ahnt es jetzt schon, das sind welche, die auch in ihren Gemeinschaften nicht so ganz sicher sind und deshalb ständig dieses Bedürfnis haben, ganz optimal und perfekt informiert zu sein, damit sie mitreden können. Das wissen wir ja auch, wie schnell das geht, dass man da als Dummerchen ausgeschlossen wird aus so einer Gemeinschaft, weil man einfach nicht mitreden kann. Also ich bin ja mal vor vielen Jahren aus dieser damaligen DDR abgehauen und bin dann im Westen gekommen. Ich habe mich hier in den gleichaltrigen Gruppen von Studenten oder jungen Wissenschaftlern, ich habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen sollte. Die haben über Dinge geredet, ich hatte davon Tuten und Blasen keine Ahnung davon. Meist ging es um Urlaub und Freizeitgestaltung. Ich wusste gar nicht, was das für Geräte sind, über die da reden. Noch kannte ich die Länder oder gar die Städte, wo die gewesen sind. Und dann ist man sehr schnell ausgeschlossen. Und offenbar gibt es sehr viele Menschen, die mit so einem Gefühl herumrennen. Und dass die Lösung, die sie dann dafür finden, ist, und dauernd da drauf zu gucken, ob schon wieder was Neues da ist, was sie dann sich aneignen, damit sie es parat haben, wenn mal einer danach fragen sollte. Was passiert denn genau im Hirn, wenn sozusagen dieses Bedürfnis weggeschoben wird nach Verbundenheit und Gemeinschaft und stattdessen quasi als Ersatzbefriedigung jetzt Erfolg oder Angeberei, sich zu präsentieren, sich darzustellen, wie toll man ist, wenn das dann installiert wird im Gehirn, weil das ist im Prinzip, ist das ja im Prinzip ein Ersatz, also man hat nicht das ursprüngliche Bedürfnis befriedigt bekommen und hat aber gemerkt, irgendwie jetzt, wenn ich mich präsentiere auf Facebook oder auf TikTok oder sonst wo, dann bekomme ich zumindest diese Aufmerksamkeit. Ja, da müssen wir uns ein bisschen angucken, wie das Gehirn wirklich arbeitet. Und auch das ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen deutlicher geworden. Und lange Zeit, da gehöre ich ja auch mit zu dieser Generation, die das selbst mit betrieben hat, haben wir gedacht, wir könnten das rausfinden, wie das Gehirn arbeitet, indem wir es in seine Teile zerlegen. Und genau gucken, wie die Amygdala mit dem Hippocampus und das wieder mit dem Thalamus und so alles verbunden ist. Und jetzt haben wir da lange genug in den Einzelheiten herumgeforscht und jetzt öffnet sich langsam der Blick und wir erkennen, dass es so ganz allgemeine Prinzipien gibt, wie das Hirn arbeitet. Und das wohl vielleicht allgemeinste Grundprinzip, nach dem das Hirn arbeitet und sich selbst organisiert, heißt Energiesparen. Und das ist deshalb interessant, weil das ein Grundprinzip ist, nach dem alles Lebendige organisiert ist. Auch ein Ameisenhaufen ist so gebaut, dass da möglichst viel Energie gespart wird. Und die Kraniche, die da im Herbst am Himmel umherziehen, fliegen so versetzt, weil das ein Energiesparmechanismus ist, wenn man den Aufwind nutzen kann, den der Vorderkranich erzeugt. Und da kann man jetzt überall umhergucken und überall, wo was lebt, zeichnet sich dadurch aus, dass es sich selbst so organisiert, das ist jetzt Selbstorganisation, da gibt es keinen, der das macht. Es organisiert seine Beziehungen der Einzelteile so lange immer wieder auf eine neue Weise, bis ein Zustand erreicht wird, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Der heißt Kohärenz. Und so arbeitet das Hirn auch. Und wenn man das weiß, wird einem plötzlich vieles klar, dann kann man sagen, okay, dann verstehe ich jetzt, warum Menschen nicht gerne Probleme haben. Auch Denken ist auch nicht so das Lieblingsthema. Am liebsten am Sofa sitzen, sich belammern lassen von irgend so einem
Programm, was da vom Mattschirm kommt, sich unterhalten lassen, bloß keine Probleme haben und wenn welche kommen, möglichst schnell irgendwie ablenken oder was anderes machen, damit dann dieser energetisch hochaufwendige Zustand, der ja immer das Kennzeichen eines jeden Problems ist und bei dem die Nervenzellen ja alle mehr oder weniger ungeordnet anfangen, da oben rumzufeuern und einen Haufen Energie verbrauchen, damit dieser hochenergieverbrauchende Zustand aufhört, müssen wir irgendwas machen. So, und das, was wir dann machen, ist eine Lösung. Und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, und dem Gehirn ist das so ziemlich egal. Was das für eine Lösung ist. Ob das eine gute oder eine schlechte Lösung ist. Es muss erstmal die Energie wieder, der Energieaufwand runter. Also Sie können ein Problem mit Ihrem Chef haben und können das möglicherweise, es ist möglicherweise sehr energieaufwendig, wenn Sie das auf eine Weise lösen möchten, wie Sie das gerne hätten. Und das wird auch nur selten gelingen. Also kann es naheliegend sein, dass Ihr Hirn sich entscheidet, bei Ihnen den Blick auf die Schnapsflasche zu richten, die da zu Hause im Regal steht. Und dann hauen Sie sich die halbe Flasche rein und dann sind Sie so besoffen, dass Sie nicht mehr wissen, dass Sie einen Chef haben. Und ein Problem haben Sie dann auch nicht mehr. Und dann ist das kohärent im Hirn. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. Die Vernetzungen, die dabei aktiviert werden, damit Sie einen inkohärenten Zustand im Hirn in einen kohärenteren überführen können, diese Vernetzung, die werden gestärkt und gefestigt. Und wir werden also immer dann, wenn es Ihnen gelingt, aus diesem hochenergieverbrauchenden Zustand rauszukommen und einen Zustand herzustellen, wo weniger Energie verbraucht wird, kann man sich ja so vorstellen, wird auf einmal energiefrei. Und dann kann man sich vorstellen, dass die benutzt wird, um im tiefen inneren Bereichen des Hirns, dem sogenannten Mittelhirn oder wie das bei den Hirnforschern dann noch präziser heißt, im Belohnungszentrum, da werden dann Botenstoffe, das wird aktiviert, da werden Botenstoffe ausgeschüttet und die machen nicht nur ein ganz gutes Gefühl, sondern die wirken eben auch, wie wir nennen die neuroplastische Botenstoffe, das heißt, die können andere Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal Eiweiße aus ihrem Genom abschreiben, die gebraucht werden, um neue Membranen zu bilden, neue Fortsätze, neue Kontakte. Die wirken also wie Dünger. Also, und jetzt kommt das Ganze, jetzt wird es auf einmal total einfach und das Hirn, Ihr Hirn versucht ständig wieder Ruhe oben reinzubringen, wenn es zu sehr durcheinander wird und der Weg, den Sie da finden, der wird dann im Hirn in Form einer Nervenzellverschaltung gebahnt und gefestigt. Was im Hirn hängen bleibt, ist also nicht das Problem, was Sie haben, mit mir oder mit jemand, sondern die Lösung, die Sie finden. Und manche Lösungen können heißen abschalten, einkaufen, Informationen versenden oder unbedingt neue Informationen beischaffen. Das sind dann auf einmal alles Lösungen, die eine Person findet. Oftmals muss man sogar sagen, die das Hirn von alleine findet, weil das ja da oben sich so organisieren will, dass es weniger Energie verbraucht. Und die werden dann verankert und mit denen rennt man dann oftmals für den Rest des Lebens. Vor allen Dingen dann, wenn die dann auch noch erfolgreich in späteren Situationen eingesetzt werden können, rennt man damit für den Rest des Lebens umher. So, und wenn ich jetzt erleben muss, dass wenn ein lebendiges Grundbedürfnis, also das nach Verbundenheit einerseits oder das nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, später nennen wir das Freiheit, wenn eines dieser beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt wird, ist das die größte Inkohärenz, die in Ihrem Hirn überhaupt jemals auftreten kann. Weil da ist beides verletzt. Das ist so, als ob sie nichts zu essen kriegen und nichts zu trinken. Das ist dann die körperliche Ebene. Aber wir reden über seelische oder psychoemotionale Grundbedürfnisse und die machen denselben Effekt. Sie werden das nicht aushalten. Und deshalb müssen sie eine Lösung suchen. Und jemand, der erlebt, dass er zum Objekt gemacht wird, wie das ja in der Schule oft passiert, der kann sich doch jetzt nicht mit Matheformeln oder Englischvokabeln befassen. Das ist der hat Hunger, kurz vorm Verhungern, der hat Durst. Und jetzt muss der erstmal eine Lösung her. Und deshalb wird der wahrscheinlich lieber dem Lehrer da eine Flasche an den Kopf werfen, als dass der sich um diese Englischunterrichtseinheit da kümmert. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass unser Hirn sozusagen die Lösungen, die wir besonders oft schon angewandt haben, besonders erfolgreich, dass unser Hirn da dann am liebsten draufspringt und sagt, das mache ich wieder. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, dass es problematisch wird bei den digitalen Medien, die ja dazu neigen, uns vor allem die Beiträge zu servieren, die unserer Meinung entsprechen. Und das wird dann sozusagen besonders gefährlich,
weil da quasi, wie diese Algorithmen funktionieren, da arbeiten die quasi zusammen oder ziehen an einem Strang mit unserem Gehirn. Welche Auswirkungen hat es dann so konkret auf unseren Umgang mit der Information? Wir uns ja alle tagtäglich praktisch anschauen. Ne? Hat man das Gefühl, dass hier in der kleinen bayerischen Gegend, in der man wohnt, auf einmal zu viel durcheinander ist? Und das, wie es früher mal war, ist es schon lange nicht mehr. Und dann sucht man nach einem Grund dafür und den findet man dann auch schnell. Das sind natürlich die Ausländer, die jetzt hier zugezogen sind. Früher hießen die übrigens Zugezogene, die waren genauso für alles verantwortlich, was da im Dorf nicht richtig lief. Heute heißen die dann Ausländer und dann fängt man an, gegen die Ausländer zu schimpfen und das bringt ja dann Ruhe ins Hirn. Weil ich tue ja was. Wenn ich nur die Unruhe da oben habe und nichts mache, dann bleibt die Unruhe bestehen. Aber in dem Augenblick, wo ich mich gegen etwas wende, komme ich ins Handeln und dann ist das Hirn erstmal wieder zufrieden. Es ist sozusagen kohärenter als vorher und meine Aufruhr und mein Protest und was ich da alles so unternehme, das wird in Form der dabei aktivierten Verschaltungen verstärkt. Ich habe dann auch noch das Gefühl, dass ich damit was erreicht habe, womöglich, weil da sind ein paar Ausländer weggezogen oder was auch immer. Oder die Öffentlichkeit ist aufmerksam geworden auf das Problem. Die Medien berichten darüber. Und dann finde ich das ziemlich gut, was ich da gemacht habe. Das geht dann sofort. Ja, Sie schreiben, dass unser Hirn sozusagen immer sich also eher für die Klarheit und Ruhe sozusagen entscheidet, als unbedingt für die Wahrheit. Also gerade im Umgang jetzt mit Informationen im Netz, sobald irgendeine Meinung auftaucht, die meiner Meinung entspricht, dann freut sich mein Gehirn und sagt, jawohl, da springe ich drauf. Aber mein Gehirn ist es nicht von sich aus daran interessiert, zu sagen, ich möchte jetzt die Wahrheit herausfinden. Und dieser Weg könnte ja etwas komplizierter und langwieriger sein. Ja. Und das, jetzt merken Sie auch, wie einfach das plötzlich wird, wenn man das so rum anschaut. Also jetzt haben wir doch relativ wenig an neurobiologischen Grundlagen behandelt. Nur, dass da oben plastisch ist, dass das immer wieder versucht, Kohärenz zu erreichen, weil das energetisch günstiger ist und dass es sich da all das da oben einprägt und verankert, was man tut, damit das besser wird. Und das sind dann die Lösungen, mit denen man rumrennt. Und jetzt kann man das alles erklären. Jetzt kann man auf einmal erklären, warum Leute natürlich es toll finden, wenn sie andere finden, die ihre Meinung teilen. Das ist doch großartig. Dann habe ich das Gefühl, ich bin in deren Gemeinschaft aufgehoben. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass meine eigenen Ideen total richtig sind, weil das sind ja andere, die das auch haben. Und so bilden sich die Blasen und in denen plappert man sich ständig denselben Quatsch vor. Bin nur ein bisschen, möchte ich an der Stelle davor warnen, diese Leute zu verurteilen, weil wir sehr schnell sagen, das sind Schwurbler und das sind also Querdenker oder irgendwas. Nee, dasselbe Blase bildet sich natürlich auch im politischen Berlin, in bestimmten politischen Kreisen. Die sind genauso nur damit beschäftigt, ihren Blick zu verfestigen und sich Kompagnons um sich herum zu versammeln, die alle dieselbe Meinung haben. Deshalb gibt es ja die verschiedenen Parteien. Jede Partei ist eine Versammlung von Gleichgesinnten, mehr oder weniger. Und das ist in sich auch wieder eine Blase. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, wie wir da rauskommen. Sie haben jetzt erklärt, warum die Leute, sag ich mal, bedürftig sind. Oder dass es dazu Sie schreiben ja oft, dass es eine Art Verwicklung ist, weil ja das ursprüngliche Bedürfnis nach Verbundenheit oder Gemeinschaft wird ja nicht erfüllt. Und man kompensiert das dann mit anderen Lösungen, die das Gehirn gefunden hat. Welche Rolle spielt jetzt dieses, weil Sie ja schreiben, wir brauchen einen Kompass, wir brauchen ein Bild von uns selbst, das uns hilft, damit umzugehen. Was bedeutet da, also was bedeutet da dieser Begriff Würde und die Achtung vor der eigenen Würde? Heißt das, ich muss zurückgehen und das erkennen, wer ich eigentlich bin, dass ich kein Objekt bin, sondern ein Subjekt und dass ich anders mit mir und anderen umgehe, oder? Wenn man zum Objekt gemacht wird, gibt es diese zwei Lösungen, die man so als schnellste sieht und auch überall findet. Ein Teil der jungen Menschen, denen das passiert, entscheiden sich, dass die erkennen die Struktur, was da passiert, relativ schnell und die entscheiden sich, dann das selber genauso zu machen, wie es mit ihnen gemacht wird. Du haust mich, ich haue dich.
Mama sagt dem Kind, hier zieht er jetzt seine Schuhe an, und das Kind sagt, blöde Mama. So, das ist wunderbar. Da macht einer den anderen zum Objekt seiner Anweisungen, seiner Bewertungen oder seiner klugen Ratschläge. Und das ist dann eine Situation, wo Menschen anfangen, eigentlich ständig darauf zu achten, wie sie andere über den Tisch ziehen können. Und das fängt ja schon sehr früh an, im Kindergarten vielleicht schon. Auf dem Spielplatz sieht man manchmal so Jungs, die da immer die Führung übernehmen. Und wenn die damit gut durchkommen und das auf der Schule auch noch machen, dann werden das Führungskräfte. Ja, klar, weil die können das. Das hat keiner so gut gelernt wie die. Das ist die eine Art von Verwicklung, weil das wären sie nicht geworden, wenn es ihnen gut gegangen wäre, wenn diese Grundbedürfnisse gestillt worden wären. Und die gibt's dann, und die andere Gruppe, das sind, die finde ich ja eigentlich noch, die haben es noch schwerer. Das sind die, die offenbar es nicht fertigbringen, andere zum Objekt zu machen und sagen, du bist blöd, sondern sie sagen, ich bin blöd. Machen sich selbst zum Objekt, ihre eigene Bewertung. Ich kann nichts. Für Mathe bin ich zu doof. Singen kann ich nicht. Tanzen kann ich nicht. Mich mag keiner. Ich bin auch nicht liebenswert und, und. Und dann hat man sich sozusagen selber zum Objekt seiner eigenen Bewertung gemacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Die kennen wir auch, diese Leute. Das muss man nur verstehen, dass das eine Lösung ist, weil jetzt, wenn ich erstmal für mich selbst festgehalten habe, ich bin zu doof für Mathe, dann kann ich bei der nächsten Mathearbeit die Arbeit zurückkriegen von dem Lehrer und der sagt, du, Gerald Hüter, der sagt nicht Gerald, der sagt Hüter, das war wieder nichts, 5. Und dann sage ich oder mein Gehirn oder wer auch immer, ja, ist doch klar, ich kann keine Mathe. Meine Mutter hat auch schon keine Mathe gekonnt, das ist vererbt oder irgendwas, so. Und dann tut das nicht weh. Das heißt, wenn man sich selbst zum Objekt macht, entkommt man dieser Situation, wo man von anderen zum Objekt gemacht wird. Aber es ist natürlich eine Katastrophe, weil dann zweifelt man an sich selbst. Man mag sich selber nicht. Und das ist auch kein schönes Leben. So, also eigentlich haben es beide nicht gut. Diejenigen, die ständig andere führen müssen und rumkommandieren müssen, müssen ja... Herr Trump ist so ein schönes Beispiel. Die müssen ständig aufpassen, dass ihnen keiner den Teppich wegzieht. Das ist ein anstrengender Job. Also so eine Art von Kommandeur zu sein, ist nicht so beneidenswert. Und diejenigen, die sich selbst zum Objekt machen, die sind auch nicht so beneidenswert, weil die werden auch nicht glücklich damit. So. Und deshalb ist die entscheidende Frage dann die, wie könnten Menschen, die sich in solchen Lösungen verrannt haben, ich sage immer gerne, die sich da verwickelt haben, weil das ist ja, die müssen ja, damit sie das überhaupt aushalten und dann entweder andere dauernd zum Objekt machen oder sich selbst zum Objekt machen, müssen sie ihre eigenen lebendigen Grundbedürfnisse ja komplett unterdrücken, bis die kaum noch spürbar sind. Also da werden im Hirn dann auch als Lösung hemmende Vernetzungen über diese Bereiche gebaut, wo das Grundbedürfnis nach Verbundenheit herkommt. Wenn das richtig dicht geworden ist, ist kein Bedürfnis nach Verbundenheit mehr da. Das sind die Leute, die Sie auf der Straße anlächeln können, die gucken an Ihnen vorbei. Das sind diejenigen, die Sie in den Arm nehmen wollen und die gehen dann zurück. Die wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Die wollen auch manchmal mit Gemeinschaften, mit anderen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die sind sozusagen so frustriert und ihre Lösung heißt... Unterdrückung meines angeborenen Bedürfnisses nach Verbundenheit. So, manche richtig perfekt. Aber wenn sie es gut gemacht haben und vielleicht sogar noch das andere Bedürfnis auch gut unterdrückt haben, nämlich das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und nach Autonomie, dann passen die doch super in die Gesellschaft. Die wollen nirgendwo mehr dazugehören und die wollen auch nichts mehr gestalten. Mit denen kann dann die Eltern, die Kindergärtnerin, die Lehrer und später der Chef, die können, und dann die Politiker, die können mit solchen Leuten machen, was sie wollen. Die haben sozusagen nichts mehr, was in ihnen ruft, wenn sie wieder mal vor den Karren von anderen Leuten gespannt werden. So. Und die spannende Frage heißt jetzt, wenn wir nichts tun, würden solche Verwickelten immer wieder andere genauso verwickeln, wie sie selbst sind. Also das ist doof. Und was wir also machen müssten, ist, wir müssten überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass jemand, der sich so verwickelt hat,
in seiner eigenen Lösung, wohlgemerkt. Nicht absichtlich, sondern weil es nicht anders gegangen ist. Damals, als das passiert ist, hat er keine andere Möglichkeit gehabt. Aber er hat sich in seine eigene Lösung verwickelt. Das wird jetzt für ihn zunehmend hinderlich. Er verwickelt auch dauernd andere. Es wird sozusagen auch ein gesellschaftliches Problem. Und die Frage heißt jetzt, wie kann man dem da wieder raushelfen? Also wie kann man dem helfen, sich aus seinen Verwicklungen zu befreien? Und da hat man plötzlich dieses schöne Wort im Deutschen. Wie kann man dem helfen, sich zu entwickeln, sich wieder auszuwickeln? Und das ist dann interessant. Also erst verwickelt man sich und dann muss man sich entwickeln, damit man sich entfalten kann. Das ist dann spannend. Entfaltung ist das, was von alleine passiert. Aber solange du verwickelt bist, kannst du nichts entfalten. Da bist du mit deiner Verwicklung beschäftigt. Das ist wie eine Raupe, die sich da so eingewickelt hat und dann so eine Puppe geworden ist. Da kommt kein Schmetterling raus. Da muss erst die Verwicklung aufbrechen. Ja, wie geschieht das jetzt? Also das war ja die Antwort jetzt auf Ihre Frage. Diese Person müsste plötzlich das Bedürfnis bekommen, wieder ein Subjekt zu sein. Selber. Sie müsste spüren, dass sie gar nicht mehr richtig lebendig ist, dass sie nur noch funktioniert. Wie so viele Leute, die das Gefühl haben, sie sind im Hamsterrad gelandet und funktionieren zwar noch, aber ihre ganze ursprüngliche Lebendigkeit, ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust, ihre Erotik, ihre was weiß ich was, Sinnlichkeit, Körpergefühl, alles weg. Ist alles unterdrückt, und damit man so gut funktionieren kann. Und da sieht es dann nicht so gut aus, wenn das so weit gekommen ist. Das heißt, es muss irgendetwas passieren, was Sie innerlich berührt, wo Sie merken, wo Sie irgendwie wieder in Kontakt mit Ihrer Lebendigkeit kommen und merken, es gäbe auch ein anderes Leben. Ja. Ja, und dieses wieder in Kontakt mit sich selbst und diesen unterdrückten Anteilen zu kommen, ist ja die Wiederentdeckung der eigenen, nicht nur der eigenen Lebendigkeit, sondern der eigenen Subjekthaftigkeit. Ich erkenne, dass ich kein Objekt bin. Und ich bin auch nicht einer, der getrieben ist, immer zu anderen wie ein Objekt zu behandeln. Und da haben wir im Deutschen für diese Entdeckung, dass man aufpasst, dass man sich selbst nicht zum Objekt macht und auch andere nicht zum Objekt macht, da haben wir das schöne Wort Würde. Aber das geht eben immer mit sich selbst los. Wenn ich erstmal mich selbst nicht mehr zum Objekt, als Objekt zur Verfügung stelle, für das, was andere von mir wollen, bewahre ich meine Würde. Ja, und indem ich meine Würde bewahre, werde ich meiner Würde dann ja auch immer mehr bewusst, und dann würde ich niemals jemand anders zum Objekt meiner Absichten, Ziele, Belehrung, Bewertung und so weiter machen. Das ist würdelos, würde ich dann denken. Das mache ich dann nicht mehr, ist eine Haltung. Und dann hat man diese andere Haltung, und aus dieser anderen Haltung heraus, ja, macht man manches nicht mehr. Das ist so, als ob man sich aus diesen alten Verwicklungen heraus befreit hätte, weil man sich jetzt selber wiedergefunden hat. Und dann braucht man sich auch nicht mehr so darstellen im Internet und muss auch nicht mehr dann versuchen, dazuzugehören, indem man immer informiert ist, sondern dann ist man frei. Und ja, das ist doch auch das Gefühl, was wir haben, wenn da so irgendwelche Leute da sitzen und haben da überall ihr Handy dabei und machen ein Foto, dann ist es eigentlich würdelos. Erlebe ich ja auch, dann kommen die zu mir, kann ich mal ein Foto von ihnen machen mit mir, und dann soll ich da reinlächeln. Das ist mir furchtbar. Das ist, ich mache mich zum Objekt dieses bedürftigen Menschen. Ja, und dieser bedürftige Mensch benutzt sich als Objekt zur Stillung seiner Notdurft. Genau, also der Lösung, die das Hirn sozusagen sucht in dem Moment. Wirklich würdelose Situation für alle Beteiligten. So, und da kann man raus. Und da gibt es eben... Eigentlich muss man ja fragen, was müsste denn passieren, dass einer da rauskommt aus diesen Verwicklungen, nennen das jetzt mal so. Nochmal, die Verwicklungen sind einmal, dass man seine eigenen Bedürfnisstrukturen im Hirn oder die Netzwerke, die das hervorbringen, so durch hemmende Netzwerke überbaut, dass das nicht mehr rauskommt. Das ist eine Verwicklung. Und dann gibt es noch die andere, dass man eine bestimmte Vorstellung herausbildet oder von anderen übernimmt, wie es zu sein hat. Ja, also immer schön aufgeräumt oder immer schön vorne weg und immer schön mit den Ellenbogen raus oder immer schön devot und angepasst. Das sind Vorstellungen von sich selbst und auch davon, worauf es
im Leben und im Zusammenleben ankommt. Und die hat man ja auch nur als Notlösung herausgebildet, um überhaupt sich da zurechtzufinden. Das sind eigentlich Erklärungsversuche für seine eigenen Lösungen, die man da gefunden hat. An denen klebt man, wie mit Ketten, lässt man auch nichts drauf kommen, aber es sind eben leider auch Verwicklungen. Und manche Leute leiden dann sehr an diesen Verwicklungen. Also zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn der eine diesen unglaublichen Drang hat, immer so alles aufzuräumen und der andere nicht. Schon schlecht. Ja, oder auch in der Arbeit, wenn einer diesen unglaublichen Drang hat, alles unter Kontrolle zu halten und deshalb überall nachprüfen muss, ob alles richtig gemacht ist. Furchtbar, das macht ihnen so ein ganzes Team kaputt. So, das sind verwickelte Menschen. Die sind sowohl sozusagen in Bezug auf ihren Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen verwickelt, aber die sind eben dann auch noch zusätzlich verwickelt in die Vorstellung, die sie dafür entscheidend halten. Zählen die Vorstellungen zu diesem zweiten Kompass, den Sie in dem Buch zeichnen, wo Sie sagen, man braucht nicht nur so ein Bild von sich selbst und die Achtung vor der eigenen Würde, sondern man braucht auch, ich sag's mal, eine Vorstellung, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen oder wofür bin ich überhaupt da? Also diese Sinnfrage. Sie schreiben ja, dass es auch hilft, in dieser Informationsflut besser klarzukommen. Ist das das, was Sie gemeint haben, mit Vorstellungen vom Leben oder so, ich sag's mal so, Ideen, die vielleicht Fremde einem eingetrichtert haben oder die man übernommen hat und man gedacht hat, das ist wichtig in der Gesellschaft, wenn ich das erreiche, das ist mein Lebensziel. Und dann merken Sie irgendwann mal, naja, das war vielleicht doch nicht so toll, dann mit Anfang 40, ich bin doch nicht glücklich jetzt in dem Job, den ich gerade mache. Ist das das, was Sie meinen, mit dass man als Kompass oder als Orientierungspunkt sich die Frage stellen muss, wofür bin ich eigentlich da? Ja, wir verwickeln uns ja, weil wir in der Notsituation, in die wir geraten sind, schnell eine Lösung brauchen. Und deshalb ist das, was wir da meistens finden, auch immer sehr oft eine schnelle Lösung. Also gibt es sogar im Deutschen da dieses wunderbare Wort, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Ja, so, und natürlich ist das jetzt doof, wenn man so schnelle Lösungen macht, das sind meistens die falschen. Wir haben leider ein Wirtschaftssystem, was uns drängt, ständig in solche schnellen Lösungen zu gehen, deshalb wird es auch immer falscher. Besser wäre es, wir würden zurücktreten, uns das alles erstmal in Ruhe angucken und uns fragen, wo wir überhaupt hin wollen, bevor wir schon losrasen. So, und jetzt wird dann auf einmal relativ klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, um dieser Kurzzeitlösungsfalle zu entkommen. Und das ist, indem man sich daran erinnert, dass es möglicherweise eine langfristig wirksame Lösung gibt, die viel kohärenter ist als das, was ich mit der kurzen erreiche. Ein Medizinstudent, der hat jetzt sein Examen nächste Woche. Die Kurzzeitlösung wird da heißen, ich gehe heute einen saufen und also irgendwas, aber jedenfalls, dass ich da durchkomme. Also, dass ich das erstmal los bin, das Problem. Dann wird das verdrängt, vor sich hergeschoben und. Und das Ergebnis davon ist wahrscheinlich, dass er durchfällt und dass er das auch nicht schafft. Besser schaffen wird es derjenige, dem dieses ferne Ziel, Arzt zu werden, so wichtig ist, dass der bereit ist, durch alle Täler von Tränen, also diese inkohärenten Zustände hindurchzugehen. So, dem ist das auch unangenehm, dass er jetzt was lernen muss für die Klausur nächste Woche, aber der macht es. Und der macht es sogar sehr ernsthaft. Das heißt, man kann einen vorübergehenden hohen Energieverbrauch, der durch eine Inkohärenz im Hirn erzeugt wird, überwinden, wenn man ein fernes Ziel hat, was dann verspricht, dass dort ganz wenig Energie verbraucht wird. Und das ist immer das, was Menschen hilft, in einem Ziel die Orientierung zu finden, wo sie hinwollen. Und dann unterwegs auch viel auszuhalten und nicht von dem Weg abzukommen. Und das Blöde ist nur, dass so ein Ziel, wenn es dann erreicht ist, wenn der Medizinstudent nun endlich approbiert ist und dann ein Arzt ist, dann ist das Ziel weg. Hat er jetzt erreicht. Und oft werden die Leute dann wieder genauso blöd wie vorher. Also fangen wieder an, die kurzzeitigen Sachen, weil sie jetzt nichts mehr haben, wofür sie unterwegs sind. Und deshalb ist es schöner, wenn man sagt, es geht nicht um ein Ziel, es geht um ein Anliegen.
Ein Anliegen ist etwas, was ich nicht erreichen kann, worum ich mich aber ständig bemühe. Und das ist dieser Kompass. Da kommen Sie nie an. Also Sie können sagen, ich möchte ein Mensch sein, der seine Würde bewahrt. Oder ich möchte ein liebevoller Mann sein. Oder ich möchte ein friedfertiger Mensch sein. Da sind Sie das ganze Leben mit beschäftigt. Aber das gibt Ihnen einen Kompass. In jeder Situation, wo Sie mit anderen Leuten zusammenkommen, können Sie sich fragen, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Friedfertigkeit in die Welt getragen habe? Oder habe ich schon wieder jemanden verletzt mit meiner Art, der dann in seiner Wut wieder jemand anders wehtut? Ja. Und es gibt Ihnen dann auch Orientierung eben in dieser Medienwelt, dass man nicht ständig konsumiert, weil man eben ein größeres Ziel hat. Oder man ist selektiv, weil man weiß, wer man sein will und was für ein Anliegen man hat. Ja, ich glaube, dass derjenige, der wirklich weiß, was für ein Mensch er sein möchte, dass der überhaupt nicht mehr verführbar ist. Der hat ja was, woran er Halt findet und was ihm Stabilität gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Menschen, denen es immer noch gelingt, an Gott und die göttliche Schöpfung und an die Tatsache, dass er von einer höheren Macht beschützt ist, wer das glauben kann, hat eine Führung. So wird das ja auch erklärt. Und das ist auch sicherlich richtig. Dann habe ich eine Führung und weiß, wo ich hin will und wie ich mein Leben gestalten muss, damit es gottgefällig ist. So. Und wenn das alles weg ist, dann ist nichts mehr da, was mich führt, und dann bin ich verführbar. Oder ich muss von anderen geführt werden, was natürlich auch nur eine besondere Form von Verführung ist. Ich unterwerfe mich dann denjenigen, von denen ich glaube, dass die mir sagen können, wo es lang geht. Experten, Politiker, Vorgesetzte, Eltern, Lehrer. Ja, dann glaube ich an deren Expertise. Kann ich machen. Manchmal ist es ja auch ganz okay. Aber wenn die doch nicht so genau Bescheid wissen und dann ihre Halbwahrheiten auch noch verbreiten und ich mache das dann noch, dann sitze ich dann ja wieder in der Tinte. Ja, Sie zitieren ja in dem Buch Immanuel Kant und sagen, wir brauchen Mut, unseres eigenen Verstandes uns zu bedienen, aber Sie meinen das ja nicht im Sinne von, ich sage mal, so einen blanken Verstand, so einen allglatten Verstand, sondern, ja, wie meinen Sie das? Weil Sie machen ja deutlich, dass Veränderung allein durchs Erkennen oder allein durch Aufklärung findet keine Veränderung statt. Zunächst müssen wir ein Riesenproblem nochmal uns anschauen, was in unserem Kulturkreis schon seit langem verbreitet ist und was eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit behandelt wird, obwohl es ein großes Wunder ist, was wir da fertig bringen. Oder eine Schande. Und das ist die Tatsache, dass es uns immer wieder gelingt, die jeweils nachfolgende Generation, also unsere Kinder, in eine Situation zu bringen, wo die als Lösung für das, was wir ihnen da zumuten, ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln voneinander trennen. Das muss man lernen. Das ist nicht angeboren. Das sieht ja jeder, der mein Kind beobachtet. Das ist alles eins. Der Körper ist eins, diese Emotionalität ist eins und das, was die denken, drückt sich sozusagen auf allen Ebenen aus. Das ist der eigentlich anstrebenswerte Zustand. Da hat man auch das Gefühl, das ist kohärent. Das ist auch authentisch, was das Kind uns da zeigt. Und dann lernt das aber, seine Gefühle zu verbergen, uns irgendwas zu erzählen, was gar nicht stimmt, sich selbst Erklärungen zu liefern für Dinge, wo es eigentlich betroffen sein müsste und wo es dann diese Betroffenheit durch eine kognitive Erklärung überwindet. Und dann hat man das erreicht, was die Voraussetzung dafür ist, dass man so jemand werden kann, wie ich das auch war, ein Hirnforscher, der also ohne auch nur nachzudenken Rattenhirne in Scheiben schneiden, also Ratten umbringen kann, das Gehirn rausnehmen kann, das in Scheiben schneiden kann, weil ich ja davon überzeugt bin, dass das der Wissenschaft dient. Boah, eine kognitive Erklärung für eigentlich etwas, was mir im tiefsten Inneren gar nicht zugesagt hat, wo ich mich richtig überwinden musste. Aber ich habe dann eben das auch richtig immer wieder vor mich hergebetet, wie wichtig diese Erkenntnisse sind, die ich jetzt mit Hilfe dieser Untersuchung an diesem Rattenhirn über das serotonerge System gewinne und wie vielen Patienten später mal geholfen werden kann, wenn man noch bessere Medikamente hat, mit denen man diese Botenstoffe und deren Stoffwechsel und die Ausschüttung dieser Botenstoffe dann medikamentös beeinflussen kann. Habe ich alles geglaubt.
Und glauben ja heute noch die meisten. So, das ist eine ziemliche Verwicklung. Und dann ist man sogar dafür bereit, Leben zu vernichten. Also ich übertreibe es jetzt furchtbar, aber es gehört schon was dazu, weil es würde normalerweise, würde man das nicht machen. Also Kinder müssen sowas schon mal gesehen haben. Die probieren alles aus, aber normalerweise wehrt sich dann ja so eine Ratte und dann hören sie damit auf. Aber sie müssen, wenn sie dann schon irgendwo im Fernsehen oder im Internet gesehen haben, wie Ratten totgeschlagen werden, dann machen die das auch. Also das können die nur durch unser Vorbild. Und diese Trennung von Denken, Fühlen und Handeln zu überwinden, das ist die eigentliche Herausforderung für unsere zukünftige Welt. Und Immanuel Kant hat es zusammen gesehen, wenn er vom Verstand gesprochen hat. Und wir denken, und wir haben jetzt seit der Aufklärung eine Situation, wo wir glauben und davon überzeugt sind, dass diese kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also dieser Verstand, diese Ratio, dass das ist, was uns zum Menschen macht. Das haben wir gedacht, ist das, was uns von den Tieren unterscheidet. Niemand ist so mit Verstand begabt wie wir. Und deshalb haben wir das ja auf die Spitze getrieben. Und wir haben ja auch irrsinnig viel geschafft mit diesem Verstand. Also auf dem Mond fliegen und sowas ist schon eine ziemliche Leistung. Nur fangen wir jetzt erst an, langsam auch zu erkennen, dass der nackte Verstand auch gut benutzt werden kann, um als Mafia-Boss andere Leute über den Tisch zu ziehen, um als Investmentbanker sich selbst sonst was für Reichtum zu verschaffen, um als Waffenhändler Kriege anzuzetteln. Also ich will das gar nicht alles aufführen. Und das sind extrem kluge Leute mit sehr viel Verstand und auch sehr viel Kreativität. Und die waren meistens auch auf den besten Schulen und an den größten Universitäten. Also der nackte Verstand per se ist eigentlich nichts, was uns zu Menschen macht. Es ist wie ein Werkzeug. Ich kann das nehmen, um dich totzuschlagen, ich kann es aber auch nehmen, um was Gutes in die Welt zu bringen. Und deshalb müsste dieser nackte Verstand mit etwas verpaart oder verkoppelt werden, was dann wirklich in eine menschliche Richtung geht. Also nennen wir es jetzt mal Menschlichkeit oder Lebendigkeit. Also wenn der nackte Verstand eingesetzt würde und dabei immer geprüft würde, trägt das dazu bei, dass mehr Leben in die Welt kommt, dass die Vielfalt des Lebendigen gesteigert und nicht immer weiter verringert wird, dann hätte der nackte Verstand sozusagen ein Regulativ. Und dann würde der auch eine Qualität bekommen, in welche Richtung man ihn benutzen könnte. Und das ist der Hintergedanke, dass man sagt, dass dann auch der Kant uns schon gesagt hat, es geht doch gar nicht darum, Aufklärung ist doch nicht, wenn ich dir die ganze Zeit erzähle, was ich alles weiß. Aber so behandeln wir das. Ne? Du glaubst dann, ich habe dich aufgeklärt. Und das ist praktisch Informationsübertragung oder Wissensaneignung, tun wir so, als sei das Aufklärung. Und da erinnert Kant immer daran, dass Aufklärung der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist und dass es dann nicht um Information geht und um Wissen und um kognitive Fähigkeiten, sondern dass es darum geht, beim Menschen den Mut zu stärken, sich ihres Verstandes zu benutzen. Boah, geht es? Es geht darum, dass Menschen so groß werden, dass die ein inneres Bild davon haben, was wirklich für sie und das Leben und das Zusammenleben und auch vielleicht für unser Zusammenleben mit anderen Lebewesen auf diesem Planeten wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn ich das wichtig genug finde, weil ich damit verbunden bin und ich es nicht in mir selber abgetrennt habe, dann gehe ich auch dafür. Dann habe ich auch den Mut, mich aufzurichten und zu sagen, ich mache das nicht mit. Und das ist Aufklärung. Den Mut zu stärken, bei sich zu bleiben. Und das hat er eben so ausgedrückt. Aber im Kern ist das genau der Punkt. Eigentlich könnte man auch sagen, es ist diesen Mut, bei sich zu bleiben und aufrecht zu stehen und für das einzutreten, was man als richtig erkannt hat und was einem wichtig ist, weil es einen mit dem Leben verbindet. Diesen Mut kann nur jemand haben, der tatsächlich mit sich, mit dem Leben verbunden ist. Jemand, der da so durch den Wald latscht und kein Gefühl dabei hat, wo er ist, keine Verbundenheit mit diesen Bäumen und den Pflanzen und den Tieren dort spürt, der wird diesen Wald vernichten. Das geht dem total vorbei.
Also im Sinne, dass man in Verbindung mit sich selbst steht und dann Mündigkeit im Sinne, dass ich dazu auch stehe und aufstehe und meinen eigenen Weg dann auch gehe, selbst wenn andere das nicht verstehen oder mich wieder zu Objekt machen wollen. Offenbar können wir uns wohl nur um das kümmern, mit dem wir uns verbunden fühlen. Und deshalb ist diese Verbundenheit so ein zentrales Element. Und deshalb ist eine Kulturleistung, die dazu führt, dass Menschen ihre angeborene Verbundenheit und ihr Bedürfnis nach Verbundenheit verlieren oder hemmen müssen oder unterdrücken müssen, das ist eine hochfragwürdige Kulturleistung und die wird uns dann am Ende ans Bein laufen. Und in dem Buch haben wir es ja auf den Punkt gebracht. Die informieren uns zu Tode. Vor lauter kognitivem Zeug, was wir da reinsaugen, vergessen wir zu fragen, was wir da überhaupt verloren haben und warum wir nur noch so wenig mit uns selbst und mit allem Lebendigen verbunden sind, dass wir das Richtige vom Falschen nicht mehr unterscheiden können. Wir hören ja inzwischen eher auf diejenigen, die am lautesten brüllen. Ja, in dem Buch machen Sie ja auch deutlich, dass Information sozusagen nur für uns relevant wird, wenn es mit einem Gefühl, einer Emotion gekoppelt ist. Und das sagen Sie vor allem bei Angst, da sprechen wir vor allem drauf an, weil das so in Richtung Lebensrettung geht. Aber was passiert denn da im Gehirn? Also man kann das ja im Prinzip auch positiv, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte einen Lehrer, einen Geografielehrer, da hatte ich immer eine 1. Dann habe ich die Schule gewechselt und dann hatte ich im gleichen Fach, war ich versetzungsgefährdet. So, das gleiche Fach, ein anderer Lehrer. Aber das hatte, denke ich, mit dem ersten Lehrer zu tun, dass ich bei dem immer das Gefühl hatte, der meint mich, ich bin ihm wichtig, er sieht mich und ich habe mich da besonders angestrengt. Und ich vermute mal, dass diese Erfahrung auch was mit Emotionen zu tun hat. Dass, welche Bedeutung haben Emotionen fürs Lernen oder für die Verarbeitung von Informationen? Das, was Sie da von der Angst beschreiben, das kennen ja alle. Und Angst ist ja auch so ein sehr inkohärenter Zustand. Also es passiert was, was Sie eigentlich nicht erwarten. Und dann kommt es im Frontalhirn zum Durcheinander, wird ein Haufen Energie verbraucht. Und jetzt versuchen sie eine Lösung zu finden. Und manchmal findet man ja schnell eine Lösung. Findet man den Lehrer blöd oder man findet Mathe doof und dann ist man eigentlich auch ein bisschen schon wieder raus. Und manchmal findet man keine Lösung, dann rutscht diese Unruhe und dieses Durcheinander immer tiefer rein ins Hirn. Kommt dann sogar in Bereiche, wo sehr feste alte Muster, die man schon aus der Kindheit mitgebracht hat, nicht mehr gehen, weil auf die fällt man dann meistens zurück, wenn man oben, das nennen die Leute dann auch so, die Angst lähmt das Denken, das heißt, sie haben ein Frontalhirndefizit, können keine Handlung mehr planen, keine Folgen mehr abschätzen, keinen Impuls mehr kontrollieren, sich nicht mehr in andere hineinversetzen und dann merken sie, wenn sie das merken würden in der Situation, aber weil sie sich nicht mal mehr selbst beobachten können, ohne Frontalhirn, erleben sie dann später, dass sie sich fragen, wie ihnen das passieren konnte, dass sie mit alten Mustern, die sie überhaupt nicht mehr wollen, weil die aus ihrer Kindheit solche blöden Muster waren, mit denen sie da manchmal durchgekommen sind oder sich gerettet haben, da fallen sie auf diese alten Kindheitsmuster zurück. Türen schlagen, anbrüllen, was weiß ich, also irgendwie aufräumen, sich auf den Boden werfen. Also sowas sieht man dann ja auch alles in so schwierigen Situationen. Und wenn die Kindheitsmuster dann auch noch durcheinander kommen im Hirn, dann ist nur noch der Hirnstamm, der sozusagen dann die Führung übernimmt, weil der funktioniert eben auch bis zum Schluss. Und dann ist man auf dem Reptilienhirn angekommen. Also dann gibt es eigentlich nur noch drei Reaktionsmechanismen: Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Da kann man jetzt schon sagen, dass wenn einem das im Matheunterricht passiert, dass man da bis da unten ist aus die Maus. Und da braucht man keine Mathe mehr zu machen. Deshalb ist das auch keine gute Idee von Lehrpersonen, den ihnen anvertrauten Lernenden Angst zu machen. Aber es ist eine gute Strategie, um die abzurichten und zu dressieren. Weil die machen dann alles das, was der will, aus der Angst. Und alle Führungskräfte, die in der Vergangenheit die Menschen führen wollten, haben immer Angst geschürt. Ja, vor den bösen Russen, vor den bösen Juden, vor den bösen was weiß ich. Immer waren es Feindbilder, mit deren Hilfe sich die
damals führenden Leute die Loyalität ihres Volkes verschafft haben. Furchtbar. Das geht bis heute so. Ja, und da wird schon klar, dass so etwas wie Angst etwas in Gang setzt, was Menschen daran hindert, ihren Verstand zu gebrauchen und erst recht daran hindert, sich mutig zu dem zu bekennen, was ihnen wirklich wichtig ist, weil jetzt müssen sie ihr Leben retten. So, da muss man erstmal, dann ist nur noch die Lebensrettung das Wichtige, nicht mehr, dass man seine Würde bewahrt oder dass man aufrecht geht und dass man auf sich selber aufpasst. Das sind dann andere zweitrangige Dinge. Und deshalb kann man aus dem Umstand, dass es so viele Menschen gibt, die sich gegenwärtig so fast zwanghaft über alles informieren müssen, kann man doch nur schlussfolgern, dass die alle auch irgendwie stärker als vielleicht die Generation vor ihnen in der Angst gefangen sind, dass sich da irgendwie in der Gesellschaft mehr Angst ausgebreitet hat. Oder dass die Menschen schlechter mit den Ängsten und Unsicherheiten umzugehen gelernt haben und dass sie deshalb alles kontrollieren wollen. Und deshalb müssen sie auch über alles informiert sein, damit sie alles im Griff haben. Und dann wird wieder leicht erklärlich, weshalb dann manche so eine Bedürftigkeit herausbilden, sich überall zu informieren, dass sie am Ende ja, wie ein Zwangsgestörter umherlaufen, der, wenn er keine Informationen mehr kriegt, also wir nennen das der Junkie, der, wenn er keine Informationen mehr kriegt, dann glaubt, er wird jetzt umgebracht. Und es ginge mit ihm zu Ende. Also das Handy ist ins Wasser gefallen im Urlaub und dann ist das Leben vorbei. Furchtbar. So, und wenn wir uns noch diese Gefühle, danach hatten Sie ja gefragt, anschauen, das, am leichtesten wird es dann, wenn wir sagen, es ist doch wunderbar, dass wir Gefühle haben, weil die Gefühle sind sozusagen die Ausdrucksformen, die unser Hirn findet, um uns daran zu erinnern, dass entweder ein lebendiges Grundbedürfnis gestillt ist oder aber nicht gestillt ist. So. Und dann wird es auf einmal ganz leicht. Also das lebendige Grundbedürfnis, dass ich Nahrung brauche, wird dann mit dem Gefühl, ich habe Hunger gestillt. Also jedenfalls signalisiert. Und dann esse ich was, hoffentlich, wenn ich was habe. Und dieses Gefühl, ich möchte verbunden sein, löst in mir, wenn ich das nicht stillen kann, weil ich da von den Menschen, mit denen ich gerne verbunden wäre, ausgegrenzt werde, dann löst das in mir ein Gefühl aus. In einer Partnerschaft heißt das Gefühl häufig Eifersucht. Und wenn ein anderes Bedürfnis, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten verletzt wird, da kriege ich keine Eifersucht, da kriege ich ein ganz anderes Gefühl. Was mir signalisiert, hier stimmt was nicht. Das Gefühl, was ich dann habe, wenn meine Autonomie in Frage gestellt wird, das heißt Wut. Manchmal sogar Hass und Zorn. Und da merkt man, da ist so Dampf dahinter. Eigentlich ist das Gefühl schon ein Teil der Lösung. Weil ich brauche das Gefühl, damit ich mit voller Wucht dann dagegen gehe. Ja, ja. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine schönere Erklärung, dass diese Gefühle was Großartiges sind. Statt die dauernd kontrollieren zu wollen, sollten wir sie lieber in den Arm nehmen und sagen, schön, dass du gekommen bist, jetzt muss ich doch mal gucken, was du mir sagen willst. Und was, liebe Angst, willst du mir eigentlich sagen? Ja, du hast recht, ich habe jetzt hier schon seit 3 Jahren ein Leben geführt, was mich krank macht. Es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da was anders machen kann. Und was, liebe Eifersucht, willst du mir sagen? Ich habe mich von einem Menschen abhängig gemacht. Ich wollte dazugehören und habe dabei meine ganze Autonomie verloren und bin jetzt von dem Typen abhängig. Und wenn der jetzt nicht mehr dauernd nach Hause kommt und mich sozusagen in den Arm nimmt und mich ständig sicher macht, dass ich bei ihm da auch diese Geborgenheit finde, nach der ich so eine Sehnsucht habe, dann laufe ich mit dieser Eifersucht herum. Und gut, dass du gekommen bist, weil offenbar bin ich auch ein bisschen zu abhängig von dem geworden. Denn wenn ich ihn lieben würde, würde ich ihn ja nicht brauchen.
Jetzt wird es ja richtig spannend. Wenn ich ihn lieben würde, dann würde ich alles dafür tun, dass er sich entfalten kann. Und dann würde ich ihm auch das schenken, was ich zu verschenken habe. Aber ich würde nicht erwarten, wie so ein Geschäft, dass er mir dann was zurückschenkt. Dann ist es ja ein Deal. Dann ist es ja keine Liebe. Und diese Bereitschaft, sich zu verschenken, ja, ist schon eine spannende Bereitschaft. Und wird natürlich zunichte gemacht, wenn man sich als kleines Kind verschenkt und dafür dann ausgegrenzt wird. Und das sieht man immer. Die kleinen Kinder verschenken sich. Die bringen sich mit allem, was sie haben, bringen die sich ein. Jeder Großvater weiß das, wenn die kleine Enkeltochter da kommt, wie die sich verschenkt. In ihrer ganzen, also ganz. So, und dann kommen irgendwelche Idioten und machen ihr deutlich, dass sie das Geschenk nicht haben wollen. Und damit verletzen sie das Kind. Und dann hört das Kind auf, sich verschenken zu wollen. Und dann wird es ein Bedürftiges, will auch nicht mehr dazugehören und benutzt die anderen und braucht die anderen dann auch, um sich selbst sozusagen und seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und dann benutzt es andere wie Objekte. So ist relativ einfach, das Ganze. Ja, ich möchte gleich noch zu dem Thema Objektivierung noch das vertiefen. Aber vorher wollte ich einfach noch mal zu dem Thema Gefühl. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Gefühle machen im Prinzip die nackte Information erst bedeutsam für mich. Also wenn ich jetzt Hass oder Wut habe oder ein positives Gefühl, das ist sozusagen das, was braucht, damit eine Information überhaupt wichtig wird für mich. Ja, bei den Informationen ist es ja so, dass die ursprünglich aus der Technik kommen. Der Informationsbegriff ist ein technischer Begriff. Und da hat man einen Sender gehabt und einen Empfänger, zwei Geräte. Und der hat gesendet und der hat empfangen und die hatte man ja vorher auf die gleiche Frequenz eingestellt und deshalb ist das, was hier gesendet worden, auch hier immer, hat das zum Effekt geführt, nämlich irgendwas empfangen. Ja, aber das war so gebaut. Und bei Menschen ist das ja nicht so. Ich kann Ihnen jetzt was sagen und Sie hören das gar nicht. Oder tun das in eine ganz andere Kiste oder es hat überhaupt keine Wirkung. Also eine Information, die bei dem Gegenüber nichts bewirkt. Oder ein Sender, der einen Empfänger nicht erreicht, da kann der machen, was er will. Das ist keine Information. Also Information wird es erst dann, wenn es in dem, der diese Information erhält, etwas bewirkt. So. Und das, was es da, und je tiefer das geht, was es da bewirkt, desto nachhaltiger wirkt das als Information. Also deshalb ist eine angstauslösende Information. Die Russen kommen und wollen uns alle auffressen, ist eine sehr angstauslösende Information für manche Leute und dann gehen die in Schockstarre. So, und die geht dann richtig tief. Und dann gibt es auch solche Menschen, da, wie ich, wenn mir der einer sagt, die Russen kommen und wollen dich auffressen, dann lache ich mich halt tot. Das heißt, das ist auch eine Frage des Empfängers. Also wenn der Empfänger dafür die richtigen Antennen hat, kommt es an und wenn er sie nicht hat, kann man da rufen, so viel man will. Und das ist dann wieder bedeutsam für diese Informationsflut, weil da offenbar viel zu viele Leute viel zu viele Antennen ausgestreckt haben. Und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass sie Angst haben, unbedeutend zu sein und nicht Bescheid zu wissen. Und auch mögliche Entwicklungen dann nicht so einschätzen zu können, dass sie die unter Kontrolle halten können. Und dann könnte man sagen, wenn man da eine andere Welt haben will, müsste man etwas tun, dass die Angst weggeht. Und dann habe ich immer gesagt, es gibt drei Vertrauensressourcen. Also das mächtigste Instrument gegen die Angst, habe ich gesagt und gedacht, sei Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Und wenn ich schon ganz viel erlebt habe, brauche ich mich nur daran zu erinnern, wie ich das letzte Mal hingekriegt habe. Und dann lege ich los und mache das dann. Zweitens, wenn ich es alleine doch nicht hinkriege, habe ich ja jemanden, den ich fragen kann und der das mit mir zusammen vielleicht hinkriegt und dann tun wir uns zusammen und lösen das Problem genauso. Flutkatastrophe, alle gemeinsam. So. Und dann wird das Ding dann doch noch irgendwie geschaukelt. Und die letzte große Vertrauensressource heißt eben Vertrauen, dass es wieder gut wird. Die hat schon ein bisschen was Spirituelles.
Da muss man irgendwie das Gefühl haben, dass man in dieser Welt gehalten ist, eingebettet ist und dass es irgendwas gibt, was einem hier schützt. Und wenn diese drei Vertrauensressourcen hinreichend gut ausgebildet sind, dann ist das wie, als ob man so auf einem dreibeinigen Hocker sitzt. Und da kann man ja gut hocken, da auf dem Hocker. Wenn da nur ein Bein dran ist, also bei den meisten Leuten ist bestenfalls das Bein Vertrauen in die eigenen Kompetenzen noch dran, weil ihr Vertrauen, dass es wieder gut wird, das kann man heutzutage gar nicht mehr so gut aufrechterhalten. Und das Vertrauen, dass man jemanden findet, der einem hilft, wenn man alleine nicht mehr weiterkommt, haben auch viele Leute nicht mehr. Wenn man die so fragt, wo ist denn jemand, der kommt, wenn es nicht mehr weitergeht, dann, na, ich habe niemanden. Also sie haben viele Bekannte, viele Freunde auf Facebook, aber wenn es mal ernst wird, ist keiner da. Und deshalb sitzen manche, also vielleicht sehr viele Leute gegenwärtig auf einem sehr dünnen Bein. Und das kippt dann. Was ich aber in der letzten Zeit im Zusammenhang mit dieser Erforschung der Möglichkeiten, mit der Angst umzugehen, gefunden habe, ist nochmal eine andere Dimension, die ist nur indirekt mit diesen Vertrauensbegriffen zu fassen. Das ist das, was passiert, wenn mein Kind, was ich liebe, wenn ein geliebter Mensch in einen Bach fällt oder in einen reißenden Fluss fällt und weggespült wird, und dann springe ich da hinterher und habe keine Angst. Und deshalb, das muss man sich dann noch genauer vor Augen halten, aber das könnte sein, dass am Ende die Liebe stärker ist als jede Form von Angst. Und dass das eigentliche Gegenmittel gegen die Angst die Liebe wäre. Das würde mir sehr einleuchten. Dann hätten wir diese zwei Pole, die Angst, die sozusagen alles wieder zurückführt und alles zurückzieht auf das Allernötigste, was zum Leben gebracht wird, und die Liebe, die alles öffnet und alles weit macht und das dann auch hervorbringt, was die großen Physiker schon immer sagen, dass das Universum ein sich sozusagen herausbildet in einer Art und Weise, dass die Möglichkeitsräume immer größer werden. Und dann kommt man dabei an, dass die Liebe genau dieses Prinzip ist, was die Möglichkeitsräume erweitert. Die Angst ist das Prinzip, was die Möglichkeitsräume verringert. Und Liebe mit Angst geht nicht. Entweder oder. Sie haben vorhin von der Enkelin erzählt, die quasi eigentlich schon von Natur aus eine Liebende ist. Also Sie haben gemeint, viele Großeltern spüren das, die verschenken sich von sich aus. Jetzt ist ja die Frage, ja, wie werden die dann zu diesen verwickelten Personen? Und da weisen Sie immer wieder darauf hin, dass es eigentlich nicht nur ein modernes Phänomen ist, wie zum Beispiel Hartmut Rosa, dieser Soziologe, der sich ja vor allem mit der Moderne beschäftigt und mit diesem Steigerungszwang jedes Jahr, also in der Wirtschaft, dass man sich steigern muss, um überhaupt den Wohlstand zu halten. Und dass damit einhergeht auch dieses Gefühl, wir haben immer weniger Zeit und wir fühlen uns gestresst und dadurch haben wir noch weniger Zeit oder Optionen, den Nächsten als Subjekt zu sehen und zu behandeln. Und Sie sehen das aber in einem viel größeren Zusammenhang. Sie sagen, vor 10.000 Jahren hat es eigentlich begonnen mit der Sesshaftwerdung. Diese Objektivierung, wie ist das zu verstehen? Das ist manchmal, also ich empfinde das als ein großes Glück, dass ich als Biologe mich so ein bisschen auskenne in diesen nicht nur heutigen Zusammenhängen, sondern dass ich das in so einen großen Kontext stellen kann. So, und wenn ich als Biologe mir die Primatenentwicklung anschaue, dann sehe ich, dass es bei den Primaten, also bei allen, die uns da so ein bisschen verwandt sind von den anderen Tieren und aus denen wir dann ja auch hervorgegangen sind, da gibt es eine Besonderheit, wie die sozial organisiert sind. Und das heißt individualisierte Gemeinschaft. Das ist insofern spannend, als so eine individualisierte Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, wo es auf jeden ankommt und wo sie aber nur gemeinsam weiterkommen. Das ist was anderes als eine Büffelherde. Da kommt es aufs Leittier an. Und das ist auch was anderes als ein Schmetterlingsschwarm, der hier und dahin schwimmt oder fliegt. Und ein Bienenstaat ist auch was völlig anderes. Also diese ganzen
ich nenne das regelrecht mal blöde Vergleiche mit der Tierwelt, haben mit uns nichts zu tun, weil eine individualisierte Gemeinschaft ist ein Herausstellungsmerkmal der Primaten. Dazu braucht man einigermaßen großes Hirn, damit man Beziehungen mit anderen gestalten kann. Und wenn man solche individualisierten Gemeinschaften hat, das sieht man dann auch schon bei den Privaten, und einer findet was, zum Beispiel Affen, die dann in Kolonien gehalten werden und die da immer mit dreckigen Kartoffeln gefüttert werden. Und dann kommt ein Affe, meistens eine ältere Äffin, auf die Idee, diese Kartoffeln im Wasser zu waschen, im Fluss. Dann dauert es 3 Tage und dann frisst die ganze Affenhorte keine dreckige Kartoffel jemals wieder. Für immer, auch über Generationen hinweg. Das breitet sich horizontal und vertikal in der Gemeinschaft aus und ist eine Kulturleistung. So, und die Menschen haben diese Fähigkeit, solche individualisierten Gemeinschaften herauszubilden und auf diese Weise Kulturleistungen hervorzubringen. Auch die Sprache, auch den aufrechten Gang, auch die Jagd und alles, was wir da so hingebracht haben, sind Kulturleistungen, wo Einzelne was gefunden haben und dann haben sie sich alle angeeignet. Und die Menschen haben das sozusagen noch viel weiter getrieben und gebracht als die Affen. Und wenn man uns die ganze menschliche Entwicklungsgeschichte anguckt und sagen jetzt einfach halber mal 100.000 Jahre, dann waren 90% dieser Zeit waren das umherziehende, in individualisierten Gemeinschaften lebende Menschen, wo es auf jeden ankam. Das, ich weiß nicht, wer uns das eingeredet hat, dass es da auch schon Anführer gegeben hat. Da gab es natürlich Anführer, aber doch nur dann, wenn einer besser wusste als die anderen, wo es lang ging. Und wenn es aber um das Abhäuten eines Tieres ging, da gab es wieder einen anderen Anführer, der das besser konnte. Und die Kräutersammlungen hat auch jemand geleitet, der das wieder am besten konnte. Das heißt, in individualisierten Gemeinschaften ist immer derjenige der Führer, der das, was gerade gebraucht wird, am besten kann. Zucker, großartig. Es macht auch total Sinn. Und dann war das aber so erfolgreich, dieses Modell, 90.000 Jahre, dass die Menschen dann angefangen haben, Tiere nicht mehr, denen nicht mehr hinterherzulaufen, sondern haben sie gezüchtet. Ziegen, Gräser haben sie nicht mehr eingesammelt, haben sie gezüchtet, hatten Getreide. Und dann hatten wir die Ackerbauern und Viehzüchter. Und in der Gesellschaft waren nicht mehr alle gleichermaßen wichtig. Die Kräuterfrau war inzwischen ziemlich unwichtig dann für das Überleben dieser Gemeinschaft. Da waren zwei wichtig, der Ackerbauer und der Viehzüchter. Und der, der das am besten konnte, dem ist sozusagen, ob der das wollte oder nicht und ob er sich da auch noch anstrengen musste oder nicht, dem ist die Führungsrolle zugefallen. Da brauchte man nicht Patriarchat zu sein, sondern man hatte ja so eine Bedeutung. Man hat ja die ganze Gemeinschaft versorgt mit seinem Ziegenfleisch oder diesem Getreide, was man angebaut hat. Und dann wird es wahrscheinlich auch, das geht ja dann alles sehr schnell, dann gibt es noch Überfälle und dann muss man auch die Gemeinschaft sozusagen in kriegerische Auseinandersetzung führen und da hat man wieder einen Führer. Und seit der Zeit haben wir Menschen diese Kraft dieser individualisierten Gemeinschaften nicht mehr so richtig nutzen können, weil wir solche pyramidenförmigen Gemeinschaften gebildet haben, mit dem Anführer oben und dann so einer Hierarchie nach unten. Und in diesen Gemeinschaften ist es eben zwangsläufig so, dass die Unteren immer Objekte sind von denen, was die Oberen sagen. Und damit haben wir jetzt seit 10.000 Jahren Gemeinschaften, in denen Menschen sich gegenseitig zum Objekt machen. Das war ein großer Vorteil, weil natürlich solche Gemeinschaften dazu führen, dass die unten sich alle furchtbar anstrengen. Also auf jeder Ebene dieser Hierarchie strengen sie sich alle ganz furchtbar an, damit einer von ihnen dann die Stufenleiter nach oben kann. Und aufsteigen in der Hierarchie kann man dann am besten, wenn man irgendwas erfindet, entdeckt oder in die Welt bringt, was die anderen alle gut gebrauchen können. Wenn man sich also nützlich macht. Und wenn jetzt in allen Lebensbereichen überall auf der Welt diese hierarchischen Gesellschaften dann letztlich immer so dominant geworden sind, weil die so erfolgreich waren, und man immer diese Gemeinschaften, wenn die so beschaffen waren, dass sich alle angestrengt haben, dass sie da hochkamen, also vom Sklaven zum Freien, dann zum so, dann ist klar, was da passiert. Da kommt ja immer lauter Kulturleistungen kommen in die Welt, immer mehr.
Also die erfinden ständig immer noch was und entdecken noch was und bringen noch was in die Welt. Und das Ergebnis davon erleben wir heute. Die Welt ist so komplex dann irgendwann mal, zwangsläufig. Also in den ersten 10.000 Jahren vielleicht noch nicht, aber dann immer mehr. Und dann wird die Welt so komplex. Und in dieser komplexen Welt geht jetzt eines nicht mehr, das ist die Hierarchie. Die ist da zu stark dafür. Da gibt es jetzt keine, heute gibt es keinen Anführer mehr, der das, was hier in unserer Welt los ist, alles überschaut. Oder der das auch nur lenken und steuern könnte. Manchmal bilden sich das Einzelne ein, aber die werden ja dann auch wieder abgelöst, weil sie es nicht hinkriegen. Und deshalb leben wir jetzt in einer dramatischen Übergangsphase. Das ist nicht eine kleine Wendezeit oder irgend so eine Zeitenwende oder Epochenwechsel oder sowas, sondern hier geht es tatsächlich um die zweite große Wendezeit im Laufe der Menschheitsgeschichte. Die erste war die Sesshaftwerdung und jetzt ist diese zweite angesagt, wo wir uns wieder von den hierarchischen Strukturen verabschieden müssen, mit denen wir bisher unterwegs waren. Und da ist dann, ist ja schon klar, also ich kann ja nicht die Führungskraft oben ablösen, wenn die Menschen nicht die innere Reife besitzen, sich selbst zu führen. Okay, das heißt, das dauert noch etwas. Deshalb hat dieser Prozess, deshalb hat das auch mit dem ganzen Sozialismus und so nicht geklappt. Man müsste Menschen haben, auch eine Demokratie wird es dann funktionieren, wenn die Bürger in der Lage sind, die Verantwortung für ihr Leben selber zu übernehmen und ihr Zusammenleben so zu gestalten, dass es nicht nur für sie selbst, sondern auch für alle anderen gut ist. So, das ist noch nicht, ist nicht das Programm unserer Schulen. Es ist auch nicht sozusagen das, was in unserem Zusammenleben bisher eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern da ging es ja immer eher um Aufstieg, um Wettbewerb, um Leistung. Und deshalb sind wir da immer noch im alten Denken und auch in dem alten System gefangen. Aber wir werden in diesem alten System und dem alten Denken nicht auf diesem Planeten überleben können, weil wir ihn damit ruinieren. Das ist ja das, was wir jetzt sehen mit der Klimaproblematik und dem Artensterben. Und so ruinieren wir uns im Augenblick zugrunde und können eigentlich auch gar keinen anderen, es gibt keinen anderen Ausweg, außer dass wir uns selbst emanzipieren. Und da komme ich wieder auf den Kant, dass wir uns aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Jetzt passt es. Weil dann ein Mensch, der sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit hat, weil er den Mut herausgebildet hat, das, was ihm als wichtig und entscheidend in seinem Leben erfahrbar geworden ist, der lässt sich nicht unterdrücken und der lässt sich auch nicht verführen, der geht und der braucht auch keine Führungskraft. Der kann aus sich selbst heraus die Verantwortung für das übernehmen, was er tut und wird sich so in seinem Leben bewegen, dass er andere in ihrer Freiheit und in ihren Möglichkeiten nicht einschränkt. Dass er wird nur das tun, was er auch möchte, dass die anderen mit ihm tun. Und dann sind wir dann schon ein ganzes Stück weiter in der Überlegung. Und wie wir da jetzt hinkommen, ja, ich versuche es halt mit solchen Büchern. Ja. Ja, Sie waren ja eine Zeit lang im Bundeskanzleramt in so einer Expertenkommission zum Thema Bildung. Und dann haben Sie, so wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie etwas frustriert, weil Sie gemerkt haben, das ist ja Ländersache und da wird ständig der Lehrplan sowieso verändert. Und irgendwie in diesem ganzen Bereich Bildung und Schule, da ist es irgendwie schwer, Ihre Gedanken dort einzubringen. Und dann haben Sie entdeckt oder Sie haben sich die Frage gestellt, ja, wer könnte denn Interesse dran haben an diesen Ideen? Und dann haben Sie gemerkt, dass eigentlich ja, die Unternehmer oder die Wirtschaft, dass es da doch irgendwie Aufbrüche gibt oder Leute erkennen, dass dieser Typus des, sag ich mal, objektivierten Menschen, dass der eigentlich gar nicht mehr so gefragt ist, sondern man braucht eigentlich in der Wirtschaft, dort wird diese Komplexität quasi festgestellt. Und das sind da Chancen oder was sind da Ihre Erfahrungen, dass man plötzlich merkt, man will doch eigentlich Menschen, die sich als Subjekte verstehen und gegenseitige Subjekte behandeln und die im Prinzip kreative Lösungen finden und nicht nur Befehlsempfänger sind. Ist da eine Chance oder was sind da Ihre Erfahrungen? Also das war bei Frau Merkel damals eine... Da gab es einen Zukunftsdialog und da war ein Teil davon Zukunft des Lernens und da war ich einer von 6 Kernexperten, die da die Bundeskanzlerin beraten sollten.
Und da ist mir aufgefallen, dass die Politik das Problem, was wir mit unseren Schulen haben, nicht lösen können. Das können die auch gar nicht, weil es viel zu viele Erwachsene gibt, also sogenanntes Wahlvolk, was keine Idee davon hat, wie eine Schule anders aussehen könnte, als so wie sie ist. Die sind da alle durchgegangen, die denken, das muss so sein, mit dem Unterricht und den Zensuren und den Abschlüssen und allem. Und jeder Politiker, der daran was ändern würde, der sagen würde, schaffen wir doch einfach mal diese Schulanwesenheitspflicht erstmal ab. Und schaffen wir doch diese Klassen ab, machen das sozusagen durchlässig. Schaffen wir doch mal den Lehrplan ab oder gar die Zensuren, der ist innerhalb von 14 Tagen, ist der sein Posten los. So, das heißt, politisch lässt sich an der Schule nichts ändern. Die Schule wird sich dann erst ändern, wenn sich diese Gesellschaft verändert hat. Und das passt auch, weil die Schulen immer sozusagen ein Spiegelbild der Gesellschaft gewesen sind. Also im Kaiserreich und bei den Nazis. Aber die kommt immer danach. Erst muss sich die Gesellschaft verändern und dann... Die Schule hat sich noch nie vorneweg geändert. Also ja, die haben das schon immer versucht. Also insofern sind sie so ein bisschen wie so ein Pfeil, eine Speerspitze, die nach vorn zeigt, die Reformschulen und was es da alles gibt für wunderbare Schulmodelle. Aber die können sich nie durchsetzen. Wenn sich die Reformschulbewegung in den 20er Jahren in Deutschland durchgesetzt hätte, dann hätten ja überall aus den Schulen, wären da ja wunderbare, selbstbewusste und kompetente Leute rausgekommen. Und die hätte der Hitler nicht für den Krieg gewinnen können. Der hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben mit solchen Leuten. Und die Schule musste brave Untertanen hervorbringen, die bereit sind, alles zu geben, dass ihr Führer glücklich wird oder was weiß ich was. Also das mit den Schulen ging nicht. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wo sind denn dann in der Gesellschaft die Kräfte, die es machen? Die Intellektuellen, habe ich nicht so viel Hoffnung. Künstler sind immer eine, habe ich lange gedacht, Künstler müssen es doch eigentlich sein, aber die sind auch hoffnungslos zersplittert und jeder hat so seine eigenen Ideen, die können sich nicht miteinander arrangieren und dann ja, bleiben eigentlich die Verantwortlichen in der Wirtschaft und da habe ich gesehen, dass da ja in den letzten 10, 20 Jahren eine dramatische Veränderung stattgefunden hat, das heißt da werden ja jetzt immer mehr Prozesse automatisiert und digitalisiert und man braucht diese Handlanger nicht mehr. Also so Leute, die den ganzen Tag hier dasselbe machen, die nur gut funktionieren und nicht mitdenken, die hat man im letzten Jahrhundert gebraucht. Und die Schulen stellen die auch immer noch als Material sozusagen her, aber die werden, das ist eine aussterbende Tätigkeit, dieses Anspruchslose, einfach nur irgendwas machen. Ja, vor allem werden die jetzt ja auch ersetzt werden durch Roboter und die ganze künstliche Intelligenz. Einfache Bewegungsabläufe, die kann dann auch ein Automat, ein Roboter und deshalb bleiben dann nur noch Tätigkeiten übrig, wo Menschen gebraucht werden, die einfach mitdenken können, die sich da reinversetzen können, die ein eigenes Interesse daran haben, die mit anderen gemeinsam nach Lösungen suchen können, die ihre Frontalhirnbereiche, die für die Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz und Empathiefähigkeit, wo das alles hinreichend gut entwickelt ist. Ja, und dann ist klar, dass es da jetzt die ersten Unternehmer gibt, die nach solchen Leuten händeringend suchen und die kommen, das ist ja alles nicht in der Schule zu unterrichten, worüber wir hier reden. Also selbstständig denken, Handlungen planen, Folgen von Handlungen abschätzen, sich mit anderen arrangieren. Das ist ja eher Nebenprodukt des Schulbesuchs. Aber das ist ja, gibt's ja keine Zensuren für das, wird auch nicht unterrichtet, kann man auch nicht unterrichten, kann man ja eigentlich nur durch eigene Erfahrungen erwerben, diese Fähigkeiten und im Hirn verankern. Aber dazu müsste man auch mal Gelegenheit haben, selber was zu gestalten. Sonst kann ich auch keine Handlungsplanung lernen. Und das macht das Ganze etwas schwierig, so dass die Unternehmer aber trotzdem im Augenblick händeringend Leute suchen, die diese Fähigkeiten haben. Die müssen sie halt, wenn sie sie noch nicht haben, dann bei sich im Unternehmen einigermaßen nachformen, so gut es geht. Aber es gibt dann das andere Problem, nämlich dass haben mir dann auch schon Unternehmer gesagt, dass sie eigentlich als Mitarbeiter hätten sie schon gerne kompetente Leute, die denken können, die mitdenken, die bewusst sind. Aber als Kunden, ja, als Kunden wäre es für manches Produkt schlecht, wenn man da bewusste Menschen hätte, die wissen, was sie tun. So, und da wird jetzt das Dilemma deutlich, in dem wir stecken.
Wir brauchen genügend Leute, die den Schrott kaufen, der hier überall angeboten wird und hergestellt wird. Und die müssen ja irgendwo nachgeliefert werden, sonst, wenn die nicht mehr da wären, wenn aus unseren Schulen lauter kompetente junge Leute rauskämen, die wissen, was sie wollen, die so ein Empfinden und auch eine Vorstellung ihrer eigenen Würde haben und deshalb nicht mehr verführbar sind und die Lust darauf haben, diese Welt zu gestalten. Wenn solche Leute massenhaft aus den Schulen kämen, können wir alle Einkaufsstraßen hier zumachen und nebenbei die Online-Shops auch. Die brauchen ja fast nichts. Dieser ganze Konsum ist ja nur eine Ersatzlösung, die man dann, auf die man dann, zu der man sich dann verführen lässt, wenn man das, was man eigentlich gebraucht hätte, im Leben nicht gefunden hat. Genau. Wenn die Bedürfnisse befriedigt werden, dann brauche ich doch nicht den Ersatz. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja gut, ist alles schön und gut, mit, dass wir Liebende sein sollen, damit unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Die argumentieren dann dagegen mit Darwin und der Evolutionstheorie, so nach dem Motto, das ist doch tief in uns drin, in der Biologie, dass es einen Wettbewerb gibt, einen Kampf des Stärkeren, der den Schwächeren sozusagen ausmerzt. Und das ist doch ganz natürlich quasi, was wir auch in unserem Wirtschaftssystem erleben und dass wir uns gegenseitig objektivieren. Da haben Sie eine andere Meinung dazu, oder? Ja, aber ich streite mich nicht mit denen rum. Also wenn Leute so eine feste Überzeugung haben, wie es ist, und sie glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann bin ich der Letzte, der ihnen den Löffel wegnimmt. Also das hat auch keinen Sinn, weil dann werden sie nur widerspenstig und werden auch zum Teil aggressiv. Weil Menschen hängen ja an ihren Überzeugungen wie an Ketten. Das ist ja Teil ihrer eigenen Identität. Dieser Befolgung dieser Glaubenssätze verdanken sie ja oft ihre ganze Position, in die sie da gelangt sind. Die haben ihr ganzes Leben nach diesen Glaubenssätzen gestaltet, haben unterwegs immer mit den Ellenbogen und so sich durchgesetzt. Und jetzt kommt da einer her und sagt, das war das Falsche. Das kann man doch nicht zulassen. Das ist ja das ganze Leben einfach mal in Frage gestellt. Das ist nicht so leicht, jemand, der so das ganze Leben mit so einer festen Überzeugung rumgerannt ist, diese Überzeugung in Frage zu stellen, der empfindet das also mindestens so ähnlich, als wollte man ihm einen Arm oder ein Bein abschneiden. Und so wehrt er sich auch. Das heißt, da müsste eher was Dramatisches passieren, wie bei manchen Bankern, die alles verlieren von heute auf morgen und dann plötzlich erkennen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang. Also ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, das ist ja das, was ich damit auch meine, irgendjemanden verändern zu wollen. Also wenn der das so sieht, dann muss er es halt so sehen. Ich kann es nicht ändern, ich kann aber ihm helfen, ich kann ihn einladen und ermutigen und ihm helfen, nochmal den Blick irgendwie ein bisschen zu öffnen. Das mache ich dann mit so Büchern, ja. Und jemand, der diesen engen darwinschen Blick hat, also diesen, ist ja eigentlich nicht Darwin, das war damals der Adams und Smith und solche Leute, die das Konkurrenzprinzip und den Leistungsdruck in der Wirtschaft gesehen haben. Und der Darwin hat ja nur davon gesprochen, dass sich die besser angepassten besser durchsetzen. Und da ist ja dann erst viel später der Kampf ums Dasein daraus geworden. Das ist nicht Darwins Verdienst, das ist der Verdienst von denjenigen Leuten, die mit dieser Theorie von Darwin umhergezogen sind, um ihr eigenes Weltbild und ihre Wirtschaftsweise zu rechtfertigen. Das war eine Ideologie. So, und das muss man einfach dann nochmal so deutlich sagen. Dann hilft das dem anderen meistens schon ein kleines bisschen aus seiner Verwicklung heraus. Und dann kann man neuerdings auch noch ein ganz interessantes weiteres Feld öffnen, indem man dann nochmal mit dem genauer hingeht und sagt, du sag mal, was der Darwinismus erklärt mit seinem Wettbewerb und dem Leistungsdruck und diesem Anpassungszwang, ist denn das überhaupt eine Entwicklung, was da stattfindet, oder ist das nicht eine Beschreibung von Spezialisierung und Differenzierungsprozessen, also eigentlich eine Einschränkung? Also es gibt bei den Säugetieren dieses Phänomen, eine fünfstrahlige Extremitätenknospe, aus der kann dann ein Maulwurfsding werden oder aber ein Delfinflosse oder Fledermausflügel oder Hand. Und das erklärt Darwin, wie aus der Anlage etwas Bestimmtes wird.
Das ist aber ein Spezialisierungsprozess. Man könnte auch sagen, es ist ein Prozess, in dem sich das, was ursprünglich mal möglich war, immer weiter reduziert. Bis dann eine bestimmte Form entstanden ist. Es ist eigentlich, es ist eine Verwicklung. Es ist keine Entwicklung, die da stattfindet, sondern man hat sich verwickelt. Am Ende hat man die Fledermausflügel und mit der kann man niemals mit der, die Suppe mit dem Löffel essen. So eine Einschränkung letztlich dann. Genau, man hat zwar eine ökologische Nische besiedelt, aber auf Kosten der Möglichkeiten, die einem eigentlich zur Verfügung gestanden hätten, wenn man nicht so ein hochspezialisiertes Organ herausgebildet hätte. Und deshalb erklärt Darwin mit seiner Theorie, so wie wir sie verstanden haben, eigentlich die Herausbildung von Fachidioten und Leistungssportlern. Die kriegt man mit Wettbewerb. Aber umsichtige und sehr weltoffene und sensible und auf viele Dinge gleichzeitig achtende und so solche, das kriegen sie nicht durch Wettbewerb. Das machen sie immer kaputt mit Wettbewerb. Und die fünfstrahlige Extremitätenknospe, wie die sozusagen entstanden ist bei den Säugetieren, das weiß Darwin nicht. Das weiß niemand. Und das ist ja dann eine embryonale Anlage. Und also die entsteht ja zu einem Zeitpunkt, wo noch gar kein Organ da ist. Vor dem Organ. Und sowas ist normalerweise immer das Ergebnis von spielerischem Ausprobieren, wie etwas geht. Also da werden Zellanordnungen ausprobiert und da gibt es dann eine Konstellation, aus der das meiste zu machen ist und die setzt sich durch. Und das war offenbar Fünfstrahligkeit. Und nicht 8 und nicht 10 und auch nicht 3. 5. So. Ja, und das ist nicht durch Wettbewerb entstanden. Man macht dieses spielerische Ausprobieren, wie etwas geht, das sieht man ja schon bei den Kindern, macht man ja sofort kaputt, wenn da Leistungsdruck draufgelegt wird. Da kann ja keiner mehr ausprobieren, wie was geht, sondern da muss er schnell fertig werden. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie sich nicht mit Ideologen streiten. Das lohnt sich gar nicht, außerdem müssen die sich selber verändern. Aber Sie schreiben Bücher, um Anregungen zu geben. Aber Sie haben jetzt auch diese Akademie, in der wir uns gerade befinden, die Akademie für Potenzialentfaltung initiiert. Was hat es damit auf sich oder worum geht es da im Kern? Was ist Ihr Anliegen damit? Das ist auch relativ schnell erklärt. Ich habe ja beim Schreiben der Bücher und beim Halten der Vorträge und bei all diesen, nennen wir es mal, theoretischen Aktivitäten, dann nach gewissen Widerständen und auch nach relativ langen Zeit zunehmend verstanden, dass damit nichts zu machen ist. Das passiert nichts. Ich mache da einen Vortrag, da sind dann möglicherweise sogar sehr viele da sehr angetan davon, die kommen dann und finden das toll und es hätte sie so erleuchtet und sie hätten jetzt so, es hätte, würde ihr ganzes Leben ändern und wenn ich sie ein halbes Jahr später treffe, ist alles noch so wie vorher. Also, und das gilt auch für das Lesen von Büchern. Es gibt Ausnahmen, aber es sind wirklich extrem seltene Fälle und ich glaube, dass das Zeitalter der gegenseitigen Belehrung sowieso vorbei ist. Und was wir jetzt brauchen, ist ja nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse, sondern wir müssten irgendwie mal rausfinden, wie es geht. Also wie man das, was wir wissen, auch wirklich auf die Strecke bringt. Und das war der Gedanke für die Akademie, eine Einrichtung zu schaffen, in der es nicht darum geht, Wissen zu verbreiten oder irgend sowas, sondern durch praktisches Tun herauszufinden, wie sich das, was man weiß, auch umsetzen lässt. Und da geht es um die Frage, was brauchen Menschen, damit sie die in ihnen angelegten Potenziale, also diese Möglichkeiten, diese Talenten und Begabungen, auch wirklich entfalten können. Und das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen besprochen die ganze Zeit. Da ist jetzt wahrscheinlich auch jedem klar, das geht ja nicht alleine. Also ich kann doch niemals alleine meine Talente und Begabung entfalten. Ich brauche dazu immer eine Gemeinschaft. Ich muss immer mit anderen mich austauschen. Ich kann sonst ja, also ohne die anderen hätte ich ja noch nicht mal aufrecht auf zwei Beinen laufen lernen. Ich könnte nicht sprechen. Und ich hätte auch kein Bild von mir selbst, weil ich da den anderen brauche, der mir spiegelt, wie ich bin. Und deshalb geht Potenzialentfaltung, wenn man schon davon redet, immer nur in Gemeinschaften. Und dann ist relativ schnell klar, wenn wir uns die Gemeinschaften anschauen, die wir so kennen, Sportvereine, Hausgemeinschaften,
Partnerschaften, Lebensgemeinschaften, Familien, politische Parteien, die EU. Dann muss man sagen, die Gemeinschaften, die wir bisher zustande gebracht haben, sind Mist. Die bringen es nicht. Da kann kein Mensch seine Potenziale entfalten. Diese Gemeinschaft, die man sich ja wünschen müsste, wäre ja eine, die jedem Einzelnen dieses totale Gefühl gibt, wie auch immer er sein mag, er ist da drin willkommen und gehört dazu. Also verlässliche Zugehörigkeit, bedingungslos. Nicht wegen der Leistung, sondern weil er einfach ein Mensch ist und ihm andere was zutrauen und ihn auch andere mögen. So, und dann gehört er dazu. Und gleichzeitig wäre es aber, müsste es ja eine Gemeinschaft sein, in der er nicht nur das Gefühl hat, dass er total dazugehört, es müsste ja auch eine Gemeinschaft sein, wo er dann nach 3-4 Wochen sagt, mau, ich habe noch nie so viel Treibstoff im Hintern gehabt, wie jetzt, seitdem ich hier bei denen bin. Die geben mir ja richtig Pfeffer. Die geben sich nicht damit zufrieden, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern, und die wollen auch nicht gemeinsam Händchen halten auf dem Sofa sitzen, sondern die wollen sich gegenseitig helfen, in die Kraft zu kommen. Die wollen alles dafür tun, dass der andere sich entfalten kann. So, das wäre eine Gemeinschaft, die dann den Namen Potenzialentfaltungsgemeinschaft verdient. Und sowas versuchen wir zu begleiten, so dass es denjenigen, die in solchen Gemeinschaften sind, dann auch gelingt. Das ist sehr, sehr erfüllend, es funktioniert auch. Es funktioniert nur unterschiedlich schnell und es gibt auch keine richtigen Methoden. Also das ist jetzt nicht eine Technik, mit der man das machen kann, sondern im Grunde genommen geht es eigentlich nur um eine einzige Frage, die man am Anfang, aber da braucht man viel Zeit am Anfang, um die sauber rauszuarbeiten. Und manchmal sind die auch nicht in der Lage, in so einer Gemeinschaft dann diese Anfangsfrage für sich zu klären. Und die Frage heißt, was wollen wir eigentlich gemeinsam? Also wozu sind wir zusammen? Welches gemeinsame Anliegen verfolgen wir, das jedem von uns so sehr am Herzen liegt, dass er dafür bereit ist, alles zu geben, aber wo auch jedem klar ist, alleine kriegt er das nicht hin. Er braucht uns alle. Er braucht diese Gemeinschaft. Das wäre so eine, wenn das gegeben ist, dass Menschen sowas sagen können, ich bin in dieser Gemeinschaft aufgehoben, weiß, dass ich mich darauf verlassen kann und ich merke, dass ich da drin in meine eigene Kraft komme und mich entfalten kann, dann ist denen auch klar, dass das nur deshalb geht, weil sie alle ein gemeinsames Anliegen haben. Und wenn dieses gemeinsame Anliegen gefunden ist, funktioniert der Laden. Da brauchen wir nichts mehr zu machen. Das ist ganz eigenartig. Es ist so, als ob plötzlich alles wie von selbst geht, weil es vorne immer nur daran gehangen hat, dass diese Anfangsbedingung nicht gestimmt hat. Das ist so, als ob sie sozusagen ein Haus bauen und sie machen schon das Fundament krumm. Da wird das auch nichts, da können sie später da oben rumbauen, wie sie wollen. Das bleibt einfach ein schiefes Haus. Und deshalb muss das Fundament stimmen und das Fundament für solche Entfaltungsprozesse in Gemeinschaften, das ist das, dass diese Einigung über das, was sie eigentlich gemeinsam wollen. Haben Sie da ein Beispiel, wie so eine Gemeinschaft über sich hinauswächst? Es gibt solche Leute, die das, also im Sport sieht man das, kann man es eigentlich am besten sehen, weil man da auch die Leistung gut beobachten kann. Und es gibt Fußballteams, die zu dieser Leistung gepeitscht werden durch einen Trainer, der die richtig schleift und der die rumkommandiert und alles vorgibt und der in dieser Mannschaft einen solchen Wettbewerb schürt, dass sie alle Angst haben, auf der Bank zu sitzen, wenn sie nicht richtig gut performen. Die sind manchmal erfolgreich und dann gibt es andere Fußballteams, da hat man das Gefühl, die spielen, die haben einfach nur Freude am Spielen. Da ist auch keiner da, der die peitscht. Also Island war mal so eine Mannschaft, die da plötzlich wie Phönix aus der Asche da aufgetaucht ist auf irgendeiner Europameisterschaft. Griechenland war auch mal so eine Mannschaft und auch in der Bundesliga gibt es immer wieder so eine Phase, wo so eine Mannschaft plötzlich auftaucht und man sagt, mein Gott, wie die zusammenspielen, als ob sie so eine Einheit wären und als ob sie sich, und die verstehen sich dann auch so gut. Also da ist nicht ein Trainer dafür verantwortlich, sondern da ist ein Klima entstanden, das die einfach trägt.
Und wir haben ein Team begleitet, das waren Rennradfahrer, Straßenfahrer, die wollten unbedingt das Race Across America machen, 6000 Kilometer von einer Seite zur anderen und hatten dann mal geübt, waren bis an die Ostsee gefahren, die kamen aus Thüringen, von Thüringen bis an die Ostsee und wieder zurück am Wochenende. Und dann haben sie festgestellt, das wird so nix und haben uns gerufen. Wir sind als Akademie, aber wir laufen ja nicht hinter den Kunden her, sondern wir sind auch gar keine Dienstleistungsanbieter, aber wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, ich habe das Gefühl, bei uns ginge noch was, wollt ihr mal gucken und dann gucken wir eben mal. Und bei denen haben wir geguckt, eine Frage gestellt eigentlich, das war's, und die hieß, was willst du eigentlich? Willst du jetzt mit den anderen gemeinsam durch Amerika und dieses Race Across America machen? Ging gar nicht um Gewinnen oder nur einfach gemeinsam dabei sein. Oder willst du hier deine egozentrischen Eigeninteressen durchsetzen und den Klugscheißer machen, der den anderen dauernd erzählt, wie sie zu fahren haben? Fast jeden Einzelnen. Und die haben alle gesagt, nee, ich will durch Amerika. Und dann haben wir nichts weiter gesagt, dann mach das endlich. Und von dem Augenblick hatten die irgendwie ein anderes Hirn. Haben die sich offenbar alle entschieden, sie wollen wirklich gemeinsam durch Amerika. Und das sind sie auch hin. Da sind das Rennen gefahren, 6000 Kilometer. Und haben es, ich glaube, mit 5 Stunden Vorsprung vor den amerikanischen Profis gewonnen. Sehr unglaublich. Die können das auch, das können die heute noch erzählen. Die können sagen, dass sie so ein gutes Gefühl für die anderen hatten. Die sind hier im Team gefahren, dass die immer genau wussten, wann einer irgendeine Unterstützung brauchte. Das heißt, das musste nicht abgesprochen werden. Das hat sich alles wie von alleine gezeigt. Und das stelle ich mir vor, so könnte zukünftiges Zusammenleben von Menschen in Städten und Gemeinden auch aussehen. Und dann tanzen die Menschen vielleicht in 20 Jahren mal wieder gemeinsam unter dem Maibaum, anstatt vor dem Monitor zu sitzen. Ja, und dann ging es eigentlich um etwas Wunderschönes. Dann geht es nicht um Wachstum und Wohlstand, sondern dann geht es um die Zurückgewinnung unserer Lebendigkeit. Das ist doch, eigentlich ist doch Lebendigkeit viel schöner als Geld und Reichtum oder ein langes Leben. Was nützt mir denn ein langes Leben, wenn ich sozusagen das nur noch so halblebendig, also wenn ich nur noch am Leben bin, aber diese Lebendigkeit nicht spüre, und dann lieber kurz und lebendig als lange und nicht lebendig. Und manche sind mit 16 schon halbtot. Das ist ja verrückt. Ja, die haben sich dann gefügt in das Leben und machen alles mit, aber es haben alle lebendigen Anteile und Bedürfnisse unterdrückt, funktionieren perfekt, aber also so ein Leben, weiß ich nicht, braucht man nicht. Das ist nicht so gut. Macht nicht glücklich. Das war doch jetzt ein wundervolles Schlusswort, würde ich mal sagen. Ja, hat auch Spaß gemacht, und allen, die uns hier zugehört haben und zugeschaut haben, machen Sie was draus. Ich kann es nicht machen. Sie sind die einzige Person in diesem Leben, die etwas in sich selbst verändern kann. Und das machen Sie nur dann, wenn Sie es wollen. Und das weiß ich auch. Und deshalb muss das, was Sie dann erwartet, wenn Sie sich verändert hätten, das muss in Ihren Augen attraktiver sein als das, was Sie jetzt haben. Und das könnte ja sein, dass es attraktiver ist, wieder lebendig zu werden und sich in seiner ganzen Erotik und seiner Sinnlichkeit und seiner Körperlichkeit und tanzend und singend und musizierend, dass so ein Erleben eigentlich viel attraktiver ist, als jeden Tag ordentlich seinen Dienst zu tun und alles wie im Hamsterrad abzuarbeiten. Versuchen Sie es mal. Alles Gute.